Meine erste These lautet, die Pandemie war nicht unvorhersehbar, aber unvorhergesehen. Ich will also mit einem ehrlichen Selbstporträt, von dem ich annehme, dass es auf viele von euch ebenfalls zutrifft, beginnen. Ich habe bis tief in den Februar die Ereignisse um Corona nur nebenbei verfolgt. Ich habe die bürgerliche Berichterstattung über die Ereignisse in China gelesen, also erst den Vorwurf, da sei etwas lange verheimlicht und ärztliche Erkenntnisse staatlich unterdrückt worden, und dann der plötzliche Schwenk, der Vorwurf, da seien drakonische Maßnahmen ins Werk gesetzt worden, die in einer Demokratie undenkbar seien. Vor wirklich langer Zeit, jetzt wird es nostalgisch, vor wirklich langer Zeit in der zweiten Hälfte der 80er Jahre formulierten Rainer Trampert und ich, und damals waren wir stofflich noch auf der Höhe der Diskussion, 12 Thesen, von denen ich nur 3 kurz vorstelle aus diesem Buch. Erste, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Zweitens, die Zerstörung hat offensichtlich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun. Zwang zu Wachstum, Akkumulation, rücksichtslos aus Gründen des Profits, der Konkurrenz. Dieser muss überwunden werden. Und die vierte These lautete, die notwendige Rettung menschlicher Lebensbedingungen in der äußeren Natur erfordert einschneidende Veränderungen in der Produktion und damit in den Konsumgewohnheiten der Mehrheit der Menschen in den industriellen Produktionen. Es waren, wie gesagt, das ist 35 Jahre bald her, und es waren insgesamt 12 Thesen, die uns damals als Ausgangspunkt für theoretische Reflexion und auch stoffliche Beweisführung dienten. Ähnlich auf der Höhe der stofflichen Problematisierung bin ich durch andere Schwerpunktsetzung heute nicht mehr. Damals, ich kann euch das sagen, ich kannte die polychlorierten Nephthaline und die Benzofurane und das 2378 PCBB und andere toxische Stoffe nahezu persönlich. Das ist etwas erloschen. Ich bin heute ein nachvollziehender, ein ganz gut gebildeter Linker und konspektiere mir auch manches Buch, um auf der Höhe zu bleiben. Natürlich besonders zu einem neuen Augenmerk der Untergrabung der menschlichen Lebensbedingungen auf der Erde, also der Klimakrise und auch dem Export toxischer Produktion in den armen Regionen und ihre verheerenden Auswirkungen. Ich kenne mich also mittelprächtig aus bei Autoren wie Thomas Konitsch oder Stefan Lessenig und Ulrich Brandt und einigen mehr. Die sind mir vertraut. Aber wenn ich es richtig sehe, haben sie alle oder fast alle und auch die linken Zeitschriften, die ich lese, eine Pandemie dieses Ausmaßes nicht antizipiert, nicht im Blickfeld gehabt, nicht erwähnt. Heute sind uns, also einige Monate später oder vielen von uns, ja die Ergebnisse und Prognostiken der WHO, auch die der Gates Stiftung und kritischer marxistischer Forscher und Warner inzwischen bekannt, zum Beispiel das Buch von Rob Wallace sollte man schon kennen, denn Rob Wallace gehört zu jenen, die von sich sagen können, sie seien durch die Pandemie nicht überrascht worden. Seine Forschung stellt uns vor die Frage, ob und wie wir die Pandemie einordnen sollen in den Prozess der Zerstörung der äußeren Natur des Menschen. Also ins Verhältnis setzen zu anderen Erscheinungsformen dieses menschheitsgeschichtlichen Problems. Das heißt auch immer, ob uns ähnlicher stofflicher Umgang und ähnlicher
Krisenbewältigungsmodus aus anderen zukünftigen Anlässen, etwa Auswirkungen der Klimakrise, erwartet. Wolle schreibt, und ich zitiere hier nur einige verallgemeinernde Noten von ihm aus dem Vorwort und dem Text: Unsere zugrunde liegende Annahme ist, dass die Ursache von Covid-19 und ähnlicher Erreger nicht auf den Auslöser einer Infektion oder ihren klinischen Verlauf beschränkt werden kann, sondern in den ökosystemischen Verhältnissen liegt, die unter anderem das Kapital seinen Interessen gemäß gestaltet. Ein effizientes Gegenprogramm geht weit über die Bekämpfung eines bestimmten Erregers hinaus. Auch wenn wir keine Absicht dahinter sehen, ist die ganze Produktion doch perfekt organisiert und die Evolution von Krankheitserregern und ihre anschließende Übertragung zu beschleunigen. Genetische Monokulturen, Schlachtvieh, Pflanzen mit nahezu identischem Erbmaterial beseitigen die Brandschienen gegen Epidemien durch die Immunreaktion, die in vielfältiger Population Übertragung verlangsamt hat. Wenn wir diese Fähigkeiten ausschalten, hat das brisante epidemiologische Konsequenzen, riskieren wir Pandemien, Entwaldung und intensive Landwirtschaft beseitigen die zufallsverteilten Hindernisse der traditionellen Agrarforstwirtschaft, die das Virus einst davon abhielten, ausreichend Übertragung zu erreichen und zu einer Pandemie zu werden. Unsere relative Kontrolle über die Mikroorganismen könnte uns wieder entgleiten. Wir entfesseln Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird, und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Dieser kurze Auszug sollte vorangestellt werden, und ich sage an dieser Stelle, ich zögere, solche sehr weitreichenden Formulierungen auf meine Fahnen zu schreiben. Meine politisch begründete Scheu vor apokalyptischer Zuspitzung ist, glaube ich, aus guten Gründen groß. Aber in Erwägung ziehen müssen wir, wo die aktuelle Pandemie, was die direkten und mittelbaren Opferzahlen noch nicht abzuschätzen sind und die ökonomische Dimension ebenfalls nicht, dass es eine Tendenz zur Wiederholung in geringeren Abständen geben kann. Ich glaube auch für die Herrschaft, also für die höchsten Spitzen der Staatspolitik, war diese Krise eine unerwartete. Ich weiß, neben den schon erwähnten Studien von WHO gibt es ein Dokument, das dieser Aussage zu widersprechen scheint. Das ist die inzwischen wohl berühmte Bundestagsdrucksache aus dem Jahre 2013, die ja mit wesentlich mehr Toten als bislang eingetreten sind in Deutschland rechnend, eine mögliche Pandemie dieses Ausmaßes erwogen hat. Das stimmt. Aber so etwas zu ignorieren, so etwas beiseite zu legen, ist geradezu der Marktwirtschaft und ihren Ideologen immanent. Der Kapitalismus muss sein Geschäft treiben in relativer Absehung von möglichen Folgen. Er muss sich sozusagen mit einem unbegründeten historischen Optimismus ausstatten, dass es schon irgendwie gut gehen wird, dass so etwas nur alle 100 Jahre, also absehbar gar nicht, passieren könnte und dass es schon dann irgendwelche technisch-medizinischen Maßnahmen geben werde und sich irgendein Katastrophenplan fände. Auf Graduelles komme ich noch. Ich erlaube mir einen Schnitt
Und bevor ich in tiefer einsteige, daran zu erinnern, was linke, linksradikale, meine Leib- und Magenzeitschriften und so weiter prägte, bevor die heute zur Diskussion stehende Dimension uns klar wurde. Barbarei im Demokratischen. Bevor die Herrschaft von hauptsächlich Beschwichtigung, wenn ihr noch einmal die frühen Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts oder die ersten Stellungnahmen des Gesundheitsministers reflektiert, auf Alarm umschaltete, also etwa mit dem dramatischen, wahrscheinlich durchgestochenen Papier des Innenministeriums, das ja dann erwogen hat, was passieren kann, wenn nicht drastisch gehandelt wird, war der Fokus der Linken auf etwas anderes gerichtet. Speziell die Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln lösten diese Empörung, Abscheu bei mir, selbstverständlich auch diesen hilflosen Hass aus und die Erkenntnis, dass durch den ganz ungeschminkten Bruch des eigenen Asylrechts, abgesegnet und demonstrativ gut geheißen durch Ursula von der Leyen's Besuch an der Grenze und ihren dort getätigten Ausführungen, dass die Barbarei nichts Zukünftiges, nichts zu befürchtendes sei, sondern der bestehenden, also der demokratischen Gesellschaft innewohne. Mein Freund und Bühnenpartner Thorsten Mense schrieb damals in Konkret, das Grundrecht auf Asyl ist angesichts der realen Chancen, dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, zur Farce verkommen. Die Frage war daher nicht ob, sondern nur wann Europa auch unter Einsatz von Schusswaffen Menschen auf der Flucht dieses Recht verwehrt. In Zusammenarbeit mit nationalistischen Bauern und rechtsextremen Milizen haben die griechischen Sicherheitskräfte die Faschisierung der europäischen Flüchtlingsabwehr vollendet und ernteten dafür Lob von der deutschen EU-Präsidentin. Die Barbarei ist kein zu verhindernder Zustand. Wir stecken längst mittendrin. Dies ist keine neue Erkenntnis. Doch haben wir das Bewusstsein darüber ebenso ausgesperrt wie die Geflüchteten. Ich bitte bei jeder weiteren Zeile oder all meiner Ausführungen diesen Zusammenhang zu beachten. Die überwältigende Zustimmung der Deutschen zum Regierungshandeln in der Corona-Krise ist immer auch eines zu dieser barbarischen Abschottungspolitik. Sie ist untrennbar. Sie steht auf keinem anderen Blatt. Es stimmt ja, ich mag dieses Land und seine Leute nicht. Und diese wohlstandschauvinistische Grundstimmung, dieses, wir haben nun wirklich selbst genug Sorgen, diese provinzielle Ignoranz gegenüber dem Elend in der Welt, dieses hemmungslose Geflenne von gut situierten Mitgliedern gehobener Schichten in jedes sich bietende Mikrofon angesichts einiger Unbequemlichkeiten des Homeoffice fand ich mehr widerlich als mitleidserregend. Drittens. Die kurze Phase des nationalen Konsens. Mit den Bildern und Tatsachen aus Italien und den schon erwähnten Szenarien des wahrscheinlich durchgestochenen Dokuments aus dem Innenministerium, das ich in der Substanz als wahr ansehe, kam es zu diesem demonstrativen Schulterschluss aller Parteien im Bundestag. Dieser Schulterschluss betraf sowohl die Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Stilllegung eines gewissen Teils der Wirtschaft,
als auch die gewaltigen Rettungspakete. Auch die AfD war zunächst Teil dieses Konsenses. Wenn ihr das überprüfen wollt, guckt euch nochmal die erste Rede von Alice Weidel an oder die Debatte der Alpha-Parteien-Konsens in der Debatte im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Und auch die Identitären stellten sich übrigens hinter die Regierungsmaßnahmen und sind auf diesen anderen Trip erst später gekommen. Natürlich freute sich auch die Linke, die Parlamentarische, mächtig, denn die schwarze Null war ja zu Fall gebracht worden. Es ist schwer zu unterscheiden, ob die offensichtlich werdenden Mängel und Versäumnisse oder das sogenannte Versagen eher von der parlamentarischen Opposition in Anschlag gebracht wurde oder von den Regierungsparteien entdeckt und der Behebung zugeführt wurden. Ich meine den Mangel an Beatmungsgeräten etwa oder an Masken und Schutzkleidung, die Erkenntnis der Abhängigkeit von Medikamenten und ihren Vorprodukten aus China und Indien und so weiter. Gleiches gilt für Vorratshaltung, die ja gemessen an der Just-in-Time-Produktion manchmal notwendiger, aber dennoch Abzug vom Gesamtprofit darstellt, also faule Kosten sind. Selbstverständlich hätte auch das Gesundheitskrankenhauswesen nicht genau so kaputt gespart sein müssen wie geschehen, mit der Folge des am Rande des Zusammenbruchs arbeitenden Personals und dem damit einhergehenden, oft zynischen Umgang mit den Patienten. Kurz und sehr viel graduelles Vernachlässigten. Dem Staat wird abgefordert oder aufgetragen, für die Katastrophen, deren Miturheber er ist, den passenden Katastrophenplan zu besitzen bzw. zu entwickeln. Das hat er, was Deutschland betrifft, selbst erkannt und jedenfalls im Vergleich einigermaßen plausibel bewältigt. Das ist Momentaufnahme, nicht Blick in die Zukunft, denn die Zeit des fürsorglich-autoritären weicht ja einer anderen, dazu etwas später. Im Vergleich also viertens. Und wenn man vom Vergleichen spricht, bedenkt immer, das Vergleichen ist bekanntlich eine vergiftete Angelegenheit. Denn es neigt dazu, sich den bestehenden Alternativen unfrei zu unterwerfen und es neigt dazu, vom kleineren Übel auch noch zu schwärmen. Dennoch vergleichend sei festgestellt, überall, wo die Staatspolitik temporär oder dauerhaft die Gefährlichkeit des Virus entgegen besseren Wissens geleugnet hat oder auf Herdenimmunität setzte, also Trump, Bolsonaro, Johnson und so weiter, sind auch nach kapitalistischer Maxime unnötig viele Menschen krepiert. Auch für das als Vorbild gehandelte Schweden gilt diese Aussage. Fast alle Staaten im Vergleich zu seinen ungefähr gleichreichen Nachbarn und im Vergleich zu Deutschland, also Gegenden mit ähnlichem Reichtumsniveau. Die meisten, fast alle Staaten haben schließlich ähnliche Maßnahmen ergriffen, also etwa auch Russland, Kuba, Venezuela, Israel, bei sehr unterschiedlicher Einsetzung von früherer oder späterer Lockerung, was in der Lenken jeweils Akzeptanz bei den diesen Ländern zugehörigen Fans und Apologeten erzeugte. Wo absolute Armut herrscht, enge Slums und kein Gesundheitssystem, wird zukünftig noch mehr als heute ungebremst und ungezielt krepiert. Meine Erwartung ist das. Pauschal könnte man vielleicht sagen, es ist weltweit Domäne der extremen Rechten,
die staatlichen Restriktionen eher bekämpft zu haben, mit dem Argument, es handelte sich nur um eine Grippe, oder dem typisch rechten Postulat der heroischen Opferbereitschaft. Ich weiß nicht, ob ich diese Formulierung halten kann, denn die Ausnahmen sind doch recht zahlreich. Wir haben solche rechten Politiker wie etwa Orban und Erdogan oder den Inder Modi, die ja zeitweise recht drastische Lockdowns veranstaltet haben. Und auf der Gegenseite haben wir durchaus sogenannte Linkspopulisten in Lateinamerika, etwa in Nicaragua und anderen Orten, die auch dem Habitus nach Linke zu Ignoranten gegenüber der Gefahr machen würden. Als Haupttendenz würde ich trotzdem diese These wagen. Jedenfalls haben die beiden Studien, die beiden in Nature veröffentlichten und dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgestellten, die zu errechnen versuchten, was ohne Maßnahmen, ohne Staatspolitik passiert wäre, einen Anteil von Wahrheit. Sie sind nicht Wahrheit, weil erstens das Verhandelte nicht präzise antizipierbar ist und wahrscheinlich zweitens die Menschen sich ohne staatliche Maßnahmen auch jedenfalls graduell deutlich vorsichtiger verhalten hätten. Aber die erste Studie sagt, die untersucht China, Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und den USA und die USA und machen in ihrer positivistischen Berechnung die Wahrscheinlichkeit auf, dass ohne Staatsmaßnahmen 62 Millionen Infizierte in diesen Staaten es bis zum späten Frühjahr gegeben hätte. Und die zweite Studie beschäftigt sich mit Europa und geht aus von 4% Infizierten und einer Todesrate von 1%. Nach dieser, wie gesagt, so schematisch positivistischen Berechnung hätte es 3 Millionen Tote geben können in Deutschland, alleine 560.000 bis Mai. Das sind zu große Zahlen, das weiß ich. Aber ich beziehe diese Tendenz in mein Denken ein. Fünftens, eine Reflexion. Staaten bewirtschaften ihr Menschenmaterial. Dies auszuführen ist jenseits aller Dankbarkeit oder gar Staatsfrömmigkeit. Der Staat zur Gewährung der Kapitalakkumulation, zur Bewirtschaftung und Verwaltung des Menschenmaterials handelt durchaus immanent richtig und befördert zugleich Konsens und Loyalität der Untertanen, wenn er die Zahl der Toten begrenzt und die Reproduktionsfähigkeit der Lohnabhängigen sichert, auch gegen einzelne Sektoren oder Fraktionen des Kapitals. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Lebensrettung oder Gesundheit das staatliche Prinzip im Kapitalismus wäre. Wir wissen ja, was Soldaten geloben müssen, in welchen Branchen Lebenserwartung gering ist oder wie Armut früher Sterben macht. Wir kennen die Krebserkrankung rund um Atomkraftwerke und selbstverständlich die Toten auf den Fluchtrouten und im Mittelmeer. Wenn man aus Anlass von Corona den Klassencharakter von Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus durchdenken will, ich glaube, dann ist Wolfgang Hiel zum Beispiel sein Buch Die Arbeit des Körpers eine gute Wahl. Das ist Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler. Er schreibt, am schlimmsten finde ich, dass in der Covid-19-Pandemie das Alter an sich schon ein Kriterium für Separierung und schließlich auch Stigmatisierung und Ausgrenzung ist. Und es ist ein sehr kenntnisreicher Autor übrigens auch, was das unausrottbare Fortleben der Vererbungslehre betrifft. Also die Zerstörung der Gesundheit durch toxische Arbeitsbedingungen leuchtet
und auf ist nun mal angeboren, verschiebt. Dieser Autor weiß und kann empirisch beweisen, welche Einflüsse zu vorzeitiger Krankheit und Tod führen. Er kann die Dimension von Schichtarbeit erläutern. Er kritisiert die Gleichsetzung von Gesundheit mit Funktionstüchtigkeit im Kapitalismus. Und vor allen Dingen kennt er sich aus mit dem Kult der männlichen Härte. Das ist ja ein furchtbarer Kult und eine Tradition der Arbeiterbewegung ist. Er kann die Ursachen für das 10-jährige Unterschied der Lebenserwartung von Arm und Reich präzise erläutern. Und er weiß sogar, was sehr selten ist heutzutage, über die mit dem Staat und der Kapitalakkumulation kooperierenden, die Gesundheit ihrer Mitglieder ignorierende Rolle der Gewerkschaft einiges zu berichten. Natürlich sehr verhalten. Das war schließlich lange Jahre sein Arbeitgeber und das soll ja manchmal prägen. Dennoch, der Staat organisiert den Tod und schützt Leben. Hierbei gibt es oft diese Überschneidung mit progressiven Forderungen der Arbeiterbewegung und der Linken. Historisch zum Beispiel das Verbot der Kinderarbeit. Notwendigkeit zum Erhalt der Reproduktion der wahre Arbeitskraft oder der Lohnarbeit und zugleich Forderung der Arbeiterbewegung. Maßnahmen gegen Seuchen oder Bekämpfung, Hygiene. Zielstellung, gesunde, wahre Arbeitskraft, besonders auch gesunde Soldaten, die nicht verrecken sollten, bevor sie die Front erreichen. Impfpflicht. Um das ganz zu entromantisieren oder von Dankbarkeit zu befreien. Der Nationalsozialismus hat für gesunde, leistungsfähige Arier manch Besseres im Angebot gehabt als die Weimarer Republik. Adorno schreibt in dem berühmten Text, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, ungezählten ist es unter dem Faschismus gar nicht schlecht gegangen. Nach den Krisenerfahrungen der Ära vor Hitler überwog das Gefühl des Es wird gesorgt. Und gar nicht nur als Ideologie von KDF-Reisen und Blumenkästen in Fabrikräumen. Gegenüber dem Laissez-faire beschützte die Hitlerwelt tatsächlich bis zu einem gewissen Grade die Iren vor den Naturkatastrophen der Gesellschaft, denen die Menschen überlassen waren. Die vielberufene Integration, die organisatorische Verdichtung des gesellschaftlichen Netzes, das alles einfing, gewährte auch Schutz gegen die universale Angst, durch die Maschen durchzufallen und abzusteigen. Aktuell vielleicht. Staat bewirtschaftet Menschenmaterial. Das tut er auch im Verkehr. Es sollen nicht zu viele Leute Krüppel werden und sterben. Und für ein Bühnenprojekt, eine der schönsten Pointen wäre übrigens die Einführung der Anschnallpflicht durch den Staat, die der ADAC einmal bekämpft hat mit dem Slogan, das sei das Ende der Freiheit. Und auch die Leitplanken und die Tempobegrenzung, die mir zu wenig ist, die Drogenpolitik ist Bearbeitung von Menschenmaterial und um meine persönliche Betroffenheit auch mal ins Spiel zu bringen, der Kampf gegen das Rauchen ist Bewirtschaftung von Menschenmaterial und manchmal grantel ich ein bisschen, aber wahrscheinlich ist die Veranstaltung vernünftig. Außerdem schreibt der Staat bekanntlich vor, wo man baden darf, wo nicht, wo es zu toxisch ist und so weiter. Diese Ermischung von erkämpfter zivilisatorischer Errungenschaft und kapitalistischer Rationalität oder instrumenteller
Vernunft auf der anderen Seite findet sich historisch in sehr vielen Sachen, die man parallel durchdenken könnte, zum Beispiel in der Abschaffung der Sklaverei, weil der doppelt freie Lohnarbeiter doch das bessere Menschenmaterial ist, oder in der Einführung der Schulpflicht, die einerseits so eine Notwendigkeit der Emanzipation für Idiotie des Landlebens und so etwas war, und andererseits die Notwendigkeit des neuen, in industriellen Anforderungen gewachsenen Typus Arbeiter gemäß war. Man kann das ganze Bildungssystem so negatorisch behandeln, wie etwa Frege Hüskens es tut. Aber eine Forderung nach Abschaffung der Schulpflicht erwächst daraus dennoch nicht. Auch Bismarcks Sozialgesetzgebung. Dieselbe Dialektik. Einerseits Sicherheitsversprechen und andererseits Enteignung autonom proletarischer Solidarität durch die Staatsmaßnahme. Das zieht sich bis heute. Sechstens. Das Versprechen der Regierung und die Linke Chancenlosigkeit. Linke haben, ich möchte mal sagen, notorisch, routiniert oder weil sie das immer machen, große Chancen und endlich die Möglichkeit, Hegemonie in diese Krise projiziert. Hier zunächst, die Zustimmung zur Regierung hatte ein wesentliches Motiv. Sie führe uns mit den als notwendig erachteten Entsagungen und Opfer durch ein Tal mit möglichst wenig Toten, damit es werde, wie es vor dem Ausbruch war, mehr noch. Sie verspricht uns, wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Zunächst bemerkenswert, für mich jedenfalls, wie wenig Menschen nicht auf dem Posten blieben. Wie viele also Lohn arbeiteten, zur Arbeit fuhren, wenn es nicht verboten war und trotz aller Ungewissheiten. Wir lesen heute, dass der Krankenstand im ersten Halbjahr 2020 praktisch identisch ist mit jenem des Jahres 2019. Wenn ich alle einzelnen Erklärungszusammenhänge mal vernachlässige, also den Wegfall von Sportverletzungen in der Zeit des Lockdowns und solche Faktoren, um erschüttert festzustellen, dass alle angebliche Panikmache, alle Ungewissheit den vorhin erwähnten Kult der Härte der Lohnabhängigen nicht erschüttern konnten. Dieser Kult zweifellos existiert selbstverständlich in Symbiose mit der nicht unbegründeten Angst vor Entlassung bei Fehltagen. Aber die schlichteste Form der Subversion, die auch noch ziemlich leicht gemachte Krankmeldung per Telefon, war kein relevantes Phänomen. Von den 45,2 Millionen abhängig Beschäftigten arbeiteten in den ersten Monaten 40, später 35 weiter wie unsichtbar. Ich spreche hier nicht von den wirklich relevanten Berufen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und sowas. Ich spreche von den Frauen in den Supermarktkassen, von den Busfahrern, den Lieferanten, den Beamten, den Bahnbediensteten, den Industriearbeitern, der Verpackungsindustrie, den Müllmännern, den Rüstungsarbeitern, den Fernsehleuten, den Medienleuten, der Werbewirtschaft, den Handwerkern, den Bauarbeitern und dem Versicherungsgesellschaftswesen. Malocht wurde, wenn nicht staatlich untersagt, wo nicht Lieferketten gerissen oder die Nachfrage weggebrochen war. Hubertus Heil sagte ja, und das stimmt ja,
Wir haben keine Produktionsstätten geschlossen, wie in Spanien und Frankreich. Bei uns gab es Absatzschwierigkeiten und Engpässe wegen unterbrochener Lieferketten, aber das Produzieren war in Deutschland nicht verboten. Erschütternd. Auch beim Homeoffice, wo das Leiden an Gleichzeitigkeit von Beruf und Kinderbetreuung berechtigterweise kritisches Thema war, wurde nie gefragt, was der schwachsinnige Gegenstand des Meetings war. Keine Spur von Hedonismus oder von Verweigerung des Risikos eines möglichen Opfers. Wer nicht arbeiten durfte, sprach in Fernsehmikrofone, wie sehr er darunter litte, wie sehr einem die Begegnung mit dem Kunden fehle. Jede Wiedereröffnung wurde zum Festakt. Hotelpersonal applaudierte den ersten Gästen. Welch Antagonismus zu Georg Kreislers wunderschönen Lied über die Mordfantasien eines Kellners im Angesicht der Hässlichkeit seiner Gäste. Ich weiß ja um die gesellschaftliche Resonanzlosigkeit der These, die ich hier vertrete. Aber jedes linke Zukunftsversprechen muss in den hochindustrialisierten Regionen die Minimierung, die Transformation, die Verlangsamung der Arbeit zum Gegenstand haben. Wer lebenslang arbeiten muss, um nicht zu verelenden, bleibt Sklave. Natürlich haben Linke und Humanisten die Wohnverhältnisse, das System des Subunternehmertums in der Fleischindustrie kritisiert. Aber um das mal zu sagen, dieses ungeheure Arbeitstempo dort, dieser menschenvernichtende, jede Kreativität austreibende, den Menschen sein Menschsein raubende Akkord, ist es, der abgeschafft gehört, wie für Spargelstecher und Gurkenpflanzer und so. Nicht nur die Abstände am Band und an der Schlafstätte sind einzuhalten. Die Entsagung des Arbeitslebens sind die wichtigste Quelle der wahnhaften Projektion und des Postulats der Rücksichtslosigkeit gegen alle Unproduktiven. Siebtens, ab Mai weht ein anderer Wind. Am Anfang stand die Botschaft Einhaltung aller Erlasse. Stand die Warnung, am Anfang stand auch die moralische Erbauung. Durch allerlei Inszenierung des großen sozialpartnerschaftlich-volksgemeinschaftlichen Wir, des Burgfriedens. Dem haben Linke oft und gut und durchaus zu meiner Zufriedenheit richtig widersprochen. Am Anfang stand auch das Positive Thinking mit dieser unerträglichen Lebensberatung, was wirklich wichtig ist. Diese Sinnsuche, dieses unerträgliche Flut von Erbauungs- und Mutmachvideos. Ein Tiefpunkt kulturindustrieller Hervorbringung. Auch die relative Ausschaltung der Entwarner und Verharmloser. Also der Alternativvirologen oder Wodaks dieser Welt aus der großen Presse und den Fernseh. Sendern stand am Anfang. Ja, das ist vorbei. Der Lockdown oder diese erste Phase, ein Lockdown war es ja nicht, wird nicht in Verruf gebracht. Wir erteilen uns wechselweise Grund zu Stolz für Durchhalten und so. Aber die Botschaft lautet, so ein darf es nie wieder geben. Hunderte von Kommentaren mit dieser Botschaft
gestützt von natürlich aktuellen Infektionszahlen, mühte sich plötzlich Bild den Drosten als Übertreiber zu demontieren. Und Lauterbach erschien in bestimmten Zeitungen wie der schwarzmalende Vogel in den Talkshows. Manche muckten noch auf, das stimmt, um damit aber kurze Zeit später aufzuhören. Zum Beispiel Katja Kipping im Tagesspiegel Anfang Mai verficht sie die Agitatoren der Exit-Strategie, das waren damals ja personifiziert Laschet und Lindner am meisten, führten in Zitat eine zweite Infektionswelle. Und Katja Kipping schreibt weiter, um es zuzuspitzen, auch die Bundesregierung setzt auf Durchseuchung, wenn auch eine abgebremste. Dann rechnet sie mögliche Todeszahlen vor und verficht, dass erst bei einer Reproduktionsrate von 0,5 Restriktionen in Frage zu stellen seien. Selbstverständlich, sie ist ja Vorsitzende einer sozialdemokratischen Partei, muss sie auch behaupten, ihre Sicht nütze auch der Wirtschaft. Das ist mir jetzt egal. Jedenfalls will sie, dass nicht systemrelevante Produktion runtergefahren wird. All das ist vorbei. Das ist erledigt. Das ist verstummt. Seit Ramelow ebenfalls gestützt auf Infektionszahlen sich zur Avantgarde der Lockerung gemacht hat und heute wie kein zweiter schon jetzt eines der meines Erachtens größten Schrecknisse deutscher Leitkultur garantiert. Die Weihnachtsmärkte finden statt. Boah, wer will denn sowas? Diskurs und faktische Lockerung sind keineswegs nur Reflex auf Hygienedemos und deren Potenzial, sondern sie spiegeln kapitalistische Notwendigkeiten beim Hochfahren und sind das Postulat einer neuen Balance zwischen Wirtschaft und akzeptierenden Opfern. Und dann ist plötzlich ist diese Stunde der Bekenntnisse da. Exemplarisch, wenn ihr das mal nachverfolgen wollt, der Auftritt des Stern-Journalisten und Aushängeschilds Jörges bei Maischberger als männlich angstfreier Kraftprotz, dass man doch auch sonst um die Risiken wisse und der Tod immer lauert und das Wohlstand und Freiheit nur mal ihren Preis hätten. Die persönliche Verantwortung, die manchmal sich selber schadet, was bei Jörges nicht so schlimm wäre, aber immer gegen jene gerichtet ist, die auf kollektive verpflichtende Einhaltung angewiesen sind, steht plötzlich vorm Hoch im Kurs. Um es an dieser Stelle auszusprechen und hoffend, dass ihr mir glaubt, ich würde mich liebend gern prognostisch irren, unabhängig davon, ob das Wort von Katja Kipping, das damalige von der gebremsten Durchseuchung, der präzise, richtige Begriff ist, ich halte die Vorhersage einer bewusst in Kauf genommenen großen zweiten Welle für die größte Wahrscheinlichkeit, soweit mir das zu beurteilen möglich ist. Wer verfolgen will, welche Drohung in dieser Normalität der Neuen liegt, ich habe ja vorhin gesagt, ich will mal versuchen, durch ein Zitat das Ganze zu erläutern, der möge in der Frankfurter Allgemeine vom 24. August lesen. Dort heißt es, innerhalb weniger Monate haben sich die Maßstäbe geändert. Es geht nicht mehr darum, um jeden Preis Infektionen zu verhindern. Das hieße Arbeitswelt und Unternehmertum.
Öffentlichkeit und Privatsphäre dauerhaft und radikal zu verändern. Für die Corona-Krise schielt sich dabei eine ganz ähnliche Maxime wie in der Flüchtlingskrise heraus. Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Wer nicht antizipieren oder ahnen kann, was Deutsche meinen, wenn sie davon sprechen, dass die Herzen weit, aber die Möglichkeiten endlich sind, und wie viel Bestialität da drin liegt, der muss nochmal in sich gehen. Aber schaue ich verzichte ja heute aus Zeitgründen auf einen weltweiten empirischen Überblick. Wer die Fähigkeit hat, empirisches Material sich anzueignen und die politischen Schlussfolgerungen nicht zu teilen, wie ich das tue, den rate ich, das Buch Corona-Krise Kapital zu lesen. Das ist empirisch sauber. Politisch bin ich mit den Autoren komplett überkreuzt, aber egal. Ich gebe ja aus Zeitgründen keinen weltweiten empirischen Überblick, aber schaue ich mich in relativ wohlhabenden Ländern um, blicke ich heute also etwa nach Israel mit seiner zeitweise die höchste gemessene Infektionsrate gemessen an Einwohnerzahl oder nach Spanien, Italien, Frankreich mit seinen momentan wohl über 10.000 nachgewiesenen Neuinfizierten pro Tag, dann weisen alle diese Staaten selbstverständlich Besonderheiten auf, die ich nachzuvollziehen mich bemüht habe. In Israel etwa die religiöse Verbohrtheit der Ultraorthodoxen und die massive Ignoranz in den Gegenden arabischer Armut und so weiter und so fort. Aber der gemeinsame Nenner ist doch die Lockerung nach einer Phase schärferer Restriktionen sind betrieben worden. Es gibt gute Gründe, Frankreichs Gegenwart als Deutschlands sehr nahe Zukunft zu denken. Und es gibt gute Gründe, angesichts der geringen Mortalität davon auszugehen, dass das Durchsickern in die sogenannten anfälligen oder Risikogruppen ebenfalls nur zeitverzögert stattfindet. Ich betone nochmal, ich hätte wahnsinnig gerne Unrecht. Unbestreitbar scheint mir jedenfalls, dass nicht zu leugnende Scheußlichkeiten wie häusliche Gewalt doch sehr häufig in instrumenteller Absicht in Anschlag gebracht wurden. Leute, die noch nie ein Wort über die zu kleinen Wohnungen unterer Schichten, proletarischer Schichten verloren hatten, entdecken berechnend und instrumentell zu kleine, dass es an Auslauf mangelt. Manches wurde auch zu Propagandazwecken frei erfunden, etwa die explodierenden Suizidzahlen, die es, wie wir jetzt lesen können, zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Ich bin übrigens kein Freund der Ideologie vom Schwamm drüber. Aufklärung ist immer auch Fahndung nach Tätern. In Juniberg anklagten 50 Angehörige von Covid-19-Toten in der Lombardei wegen fahrlässiger Tötung ihrer Verwandten. Sie wollten ermitteln, wer für die über 600-prozentige gestiegene Sterblichkeitsrate verantwortlich ist. Warum Zentral- und Regionalregierung so spät die Sperrzonen dort errichteten und warum Forderungen von Gemeinden ignoriert und denen von Unternehmensverbänden, die produzieren lassen und kein Alarm haben wollten, gefolgt wurde. Es kann doch im täglichen Hin und Her nur eine Position geben, die der Unterstützung und des gemeinsamen Demonstrierens. Und jedes linke Zentrum, das ein paar Tage vor der staatlichen Anordnung geschlossen hat, hat richtig und fürsorglich für seine Besucher gehandelt. Und es wäre ein Ruhmesblatt. Könnten Linke, sagen wir im Raum
Gütersloh darauf verweisen, sie hätten per Flugblatt oder meinetwegen auch nur per Presseerklärung gefordert, den Laden von Tönnes dicht zu machen, wegen der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass dort ausbrechen könnte, was dann ausbrach. Achtens. Die Lage der Lohnabhängigen. Der Lohnabhängigen als Gefangene des Versprechens der Entschädigung aller Entsagung durch Konsum und Lebensstandard ist im Regelfall die relativ beste, wenn die Wirtschaft oder die Weltwirtschaft floriert. Jedenfalls gilt das für die in der Weltmarktkonkurrenz siegreichen Staaten, also auch für Deutschland. Und wenn ich nun mal weder Nationalist noch alternativer Nationalist, also auch kein Verfassungspatriot bin, stehe ich bestimmten Kontroversen und sogenannten Kämpfen mir beobachtend, eher analysierend und zugegeben fremd gegenüber. Ein Beispiel. Der deutsche Staat hat sich, auch wegen des Anspruchs, führende Wirtschaftsmacht zu sein, entschieden, die Lufthansa zu retten. Frankreich und die Niederlande versuchen dasselbe mit ihrem Laden. Die Reinigungskrise auf diesem Feld, die unhintergehbare Tatsache von Überkapazitäten, soll so bewirtschaftet werden, dass andere Fluggesellschaften pleite gehen. Gäbe es diese Ambition nicht, beziehungsweise sollte sie scheitern, dann blieben andernorts Arbeitsplätze erhalten. Na und? Wie schön! Diese eingestandene Hoffnung hatte ich schon beim VW-Skandal. Eine solche Haltung nicht offenbar werden zu lassen, führt nebenbei bemerkt immer dazu, dass Linke gerne vor Zentralbanken demonstrieren wollen und nie vor den Werktoren von VW oder BMW. Im Krisenfall schlägt immer die Stunde linker Staatsmythologisierung. Der Staat wird dann als das eigentlich Bessere, das potenziell Bessere gesetzt. Der Bösewicht ist dann, wie hundertfach zu lesen war, immer der Finanzhai und der Großaktionär und im Falle Lufthansa also der Großaktionär Thiele, dem sich das eigentlich Bessere leider gebeugt hat. Zitat: Der Staat hat versäumt, seine 9 Milliarden an klare regulatorische Bedingungen zu knüpfen, sagt Bernd Rixinger, und Klaus Ernst aus derselben Partei legt noch einen drauf. Eine Beschäftigungsgarantie wäre das Mindeste gewesen. So wird nicht begriffen oder so soll nicht begriffen werden, dass der Staat selber das Ziel verfolgt, im Rahmen weltweiter Konkurrenz verfolgen muss, durch Schrumpfung und Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit den Konzern in die Profitabilität zurückzuführen. UFO, Vereinigung Cockpit und ehrlich gesagt auch Verdi überbieten sich ja fast, was die Angebote an Lohnverzicht betrifft. Und um das klarzustellen, damit verraten sie nicht die Basis. Die will das. Die hält Plakate hoch, in der sie ihre eigene Verdinglichung präsentiert. I love Lufthansa. Ihre Selbstaufgabe auch noch zur Tugend verklärt. Kranich oder gar nicht. Und ihre komplette Identifikation und Selbstaufgabe ebenfalls. Wir sind Lufthansa. Wenn ich solche Bilder sehe, assoziiere ich nicht, wie ich in der Jungen Welt und im Neuen Deutschland gelesen habe, erhöhte Kampfbereitschaft
sondern dann stimme ich eher der nüchtern sarkastischen Feststellung von Wolfgang Port, mit denen ich oft auch nicht einer Meinung war, zu. In anderen Ländern, schrieb er, in anderen Ländern weiß man, dass man den Kapitalismus nicht ohne Krise haben kann und die Krise nicht ohne Arbeitslosigkeit. Das könne man durch den Umsturz der Verhältnisse ändern, aber ein Jammerlappen ist, wer sich einließ auf das Spiel um die Größe des Stücks vom Kuchen und dann schreit, wenn er verliert und dem Kapitalismus vorwirft, dass er einer ist. Zweites Beispiel. Auch durch tagelanges Nachdenken kommt mir, der ich immer und immer vom Gebrauchswert ausgehe, wenn ich denke, keine Idee, warum ich Interesse an der Rettung der Commerzbank haben sollte. Die Dresdner Bank gibt es auch nicht mehr und Deutsch stört das nicht. Das ist ein Konzentrationsprozess des Kapitals. Oder bereichern die Filialen die Schönheit der Fußgängerzonen. Oder befördern sie die Stadtteilkultur. Oder verliert der Mittelstand vertraute Ansprechpartner. Ganz den Arbeitsplätzen verpflichtet hat die junge Welt auch in diesem Fall personalisierbare Schuldige ausgemacht. Also in diesem Fall den US-Investor Cerberus, der mickrige 5% der Aktien hält. Sie schreibt, es ist zu befürchten, dass letztlich unter dem Druck der Beteiligten Heuschrecken, vor allem die Beschäftigten, die Zeche für das Missmanagement der vergangenen Jahre zu zahlen haben. Es ist furchtbar. Heuschrecken und Nieten im Nadelstreifen. Ohne die, also sagen wir mit den Kommunisten von der jungen Welt im Vorstand und Verwaltungsrat und Aufsichtsrat, blühte die Commerzbank in prächtigen, schwarzen Zahlen. Diese Vorstellung ist irre. Sie verweigert sich, irgendetwas vom Kapitalismus zu begreifen. Analoges gilt für mich, wenn ich die Meierwerft bei uns da in Norddeutschland betrachte, die Kreuzfahrtschiffe baut, die momentan nicht so recht nachgefragt sind. Mir wurde neben anderen Subventionen vom Staat, mal das ist nicht übertrieben, ein ganzer Fluss hergerichtet. Den Untergang der Meierwerft zu betrauern, fiel mir echt schwer. Und von sehr großem paradigmatischem Gewicht scheint mir das heftig zelebrierte Zerwürfnis zwischen den Betriebsräten der Automobilindustrie und der IG Metall auf der einen Seite und der SPD oder dem SPD-Vorstand auf der anderen, weil diese sich nicht für die Abwrackprämie für Verbrenner stark gemacht haben. Das ist zwar gesamtkapitalistisch rational, nichts Untergehendes, sondern nur Zukunftsfähiges zu subventionieren, was ja so manchen Autogipfel noch zur Beschlussvorlage dienen wird, denn diese Branche übersteigt die Bedeutung der Lufthansa. Aber dieses Zerwürfnis zeigt eine reaktionäre Potenz von dem Trade-Unionismus. Ich weiß nicht, ob das Wort noch geläufig ist, also dem nur Gewerkschaftlichen, ist ja mal historisch von Systemfeinden angekreidet worden. Er gehe nicht weit genug, er berge keine Überwindung der Lohnarbeit in sich. In der speziell deutschen Ausprägung von Sozialpartnerschaft oder in der Selbstverständlichkeit von Co-Management liegt mehr. Ihnen ist auch ein bornierter, auch ein reaktionärer Zug eigen. Die objektive Notwendigkeit, dem Bestehenden seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, hat Arbeiter, als ich noch jung war, AKW-Gegner verprügeln lassen und in dieser Zeit haben Kieler Arbeiter, angeführt von ihren Betriebsräten und der IG Metall, in Kiel für den Bau von U-Booten für das faschistische Chile Pinochets
demonstriert. Horst Hohmeier, der große Hauspoet, der konkret, hat diesem Bewusstsein ein vielstrophiges Lied gewidmet. Ich trage euch heute nur eine aus dieser imaginären Hymne der IG Metall von Horst Hohmeier vor. Tag für Tag stehen wir an der Drehbank, drehen Granaten früh bis spät. Wir sind vom Granatendrehen selbst schon beinahe durchgedreht. Drum Bosse und drum Kunden, 35 Stunden sind genug. Sich mit diesem hier karikierten, aber real existierenden Bewusstsein anzulegen, das ist linke Aufgabe. Immer Abstand zu allen Protesten, die den Weiterbetrieb von Verabscheuungswürdigen, aber auch dem Weiterbetrieb vom Unnötigen zum Gegenstand haben. Und gegen alle Widrigkeiten nicht lügen. Kapitalistische Krisen werden auf untere Schichten abgewälzt, umkämpft. Und das ist nicht unwichtig, umkämpft ist aber lediglich in welchem Ausmaß. Eine wohlklingende und zugleich gefährliche Phrase ist die Forderung nach mehr Mitbestimmung oder mehr Einfluss der Belegschaften, wo Identifikation und Co-Management das Bewusstsein prägen. Herbert Marcuse schrieb dazu mal: Wo die Klasse jedoch zur Stütze der herrschenden Ordnung geworden ist, würde ihr Aufstieg zur Kontrolle jene nur verlängern. Um ein krasses Beispiel zu wählen, lässt man nochmal auch aus gegebenen Anlass Revue passieren, als die Frage des strukturellen Rassismus bei der deutschen Polizei zum ersten Mal aus Anlass von Black Lives Matter Thema wurde. Was verlautbarten denn da deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei und die höchsten Spitzen des DGB? Die forderten den blütenweißen Persilschein für alle Zeiten, und zwar apodiktisch und gebieterisch. Und wenn man sich sowas anguckt, wie das Magazin der Polizeigewerkschaft 27, also ganz frisch, zu Leuten, zu denen ich mich verbunden fühle, also Linksradikalen, und das durchliest, dann kann doch die Forderung nach mehr Einfluss der Belegschaft schon übersetzt werden. Das wäre die demokratische Selbstverwaltung des Faschistoiden durch Gleichgesinnte. Das ist keine Übertreibung. Dürften in Deutschland nur Bullen wählen, hätte die AfD die absolute Mehrheit. Das ist keine Übertreibung. Das ist einmal erforscht worden in Hamburg am Beispiel eines AfD-Vorläufers, des Richter Gnadenlos Schill. Da war es so. Natürlich tun wir uns leicht. Natürlich tun wir das auch, wenn es um Solidarität und Unterstützung der Kämpfe im Gesundheits-, im Pflegebereich, bei den Kitas und vielen anderen Verdi-Sparten geht. Aber was ich hier aussprechen will, ist, wenn es eine Gewerkschaftslinke geben soll, mit der ich mich gut verbunden fühle wie bisher, dann muss sie diesen innergewerkschaftlichen Burgfrieden aufkündigen. Ich fordere immer große Sachen und kein Mensch hört mir zu, aber ich habe es gefordert, das ist ja auch gut. Ne? Manchmal möchte man ja solidarisch sein. Ja, möchte man. Wenn es zum Beispiel um die ja wirklich gebeutelten sogenannten Solo-Selbstständigen, also die Tagelöhner im Kulturbereich geht. Ich persönlich kann doch dann ein Lied von singen, wie scheiße das ist, aber deswegen muss doch nicht behauptet werden, auch Kunst sei systemrelevant. Also alles, was ich mache, darauf bestehe ich vehement.
ist nicht systemrelevant. Und Kunst, die sich für systemrelevant hält, schafft sich ab. Ob Zerstreuung systemrelevant ist, das lasse ich heute mal unbeantwortet. Eine furchtbare, ganz unpolemisch zu reflektierende Wahrheit ist über die Struktur der bestehenden Weltverhältnisse ist unser Wissen, dass in Rumänien Arbeiter hoffen und hoffen müssen, dass die deutsche Fleischindustrie keinen Schaden nimmt oder dass die Näherin in Bangladesch hofft und hoffen muss. Der Lockdown möge enden und ihre Fabrikhölle wieder produzieren und nach Deutschland liefern. Letztes Kapitel vor der Pause. Ich überziehe ein bisschen. Gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ob Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehen wird, ist deshalb kaum präzise zu beantworten, weil ohne Corona zwar nur eine normale Rezession, was ja immer genug Opfer bedeutet, stattgefunden hätte, aber zugleich sich so viele prognostische Fragen auftun, die unterschiedlich viel oder wenig mit der Pandemie zu tun haben. Fragen von Geostrategie und Weltmarktkonkurrenz, etwa ob das Verhältnis von Eindämmung bei gleichzeitigem Kapital- und Warenexport nach China einer größeren Konfrontation weichen kann und was das bedeutet. Oder ob das ähnliche Verhältnis zu Russland, also bisher Sanktionen und Weiterbau der Pipeline, durch eine schroffere Frontstellung Ersatz findet. Oder ob es tatsächlich zu einem Verlassen Großbritanniens der EU ohne vereinbartes Regelwerk kommen wird und welche ökonomischen Auswirkungen das hätte, ob die EU doch einen Zerfallsprozess erleben wird, ob Deutschland mit ausgewählten Partnern, hauptsächlich Frankreich, militärische Strategie relativ schnell realisieren wird, um in relevanten Weltgegenden wirkliche Ordnungspolitik betreiben zu können und so weiter und so fort. Diese Fragen werden bekanntlich auch innerhalb der Herrschaft kontrovers diskutiert. Solche Unwägbarkeiten, vorangestellt einige und aus Zeitgründen nur dürre Spiegelstriche. Ja, Deutschland hat die Mittel eines relativen Siegers. Seine Pakete haben ungefähr das Volumen aller anderen EU-Staaten. Damit kann es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Kapitalakkumulation, Versorgung mit Geld und Kredit im Hintergrund der Banken sogar notwendig, halbfaule Kredite garantieren, Senkung der Mehrwertsteuer und so weiter ins Werk setzen, wie kein anderer europäischer Staat. Konkret muss dennoch vermieden werden, dass es zur Unterstützung ohnehin kriselnder Sektoren kommt, denn die Subvention des Kriselnden ist immer Abzug von Gesamtprofit des Kapitals. Die Ausnahmen zu bestimmen, also den Verzicht auf den billigsten Einkauf auf dem Weltmarkt aus nationalem Interesse zu bestimmen, führt nebenbei zu solch peinlichen Stolz, mit dem Ramelow den Talkmaster Lanz echt Thüringer Mund- und Nasenschutz schenkte. Wo es um mehr als Masken geht, steht die staatliche Bezuschussung und Beteiligung des Zukunftsfähigen und die Abwehr von Übernahmen durchs feindliche Ausland im Mittelpunkt. Exemplarisch könnte man einige Staatsbeteiligungen, wie etwa die 300 Millionen Euro an CureVac nennen. Von gewaltiger Dimension ist die weltweite Schlacht um die Wasserstofftechnologie, der für das Jahr 2050 ein Umsatz nur in Europa von 800 Milliarden Euro vorhergesagt wird, da auch Japan, China und den USA auf diesem Gebiet gewaltig
investieren ist der Ausgang solcher Schlachten für einen Analytiker immer unprognostizierbar. Das gilt auch für die Automobilindustrie, denn wir wissen ja nicht, bei aller Bezuschussung von E-Mobilität, Infrastruktur und Forschung, welches nationale Kapital hier oder beim autonomen Fahren die Nase vorne haben wird. Keine gewagte Prognose ist allerdings, dass durch Vereinfachung der Produktion größere Teile der Zuliefererindustrie in die Pleite gehen werden. Selbstverständlich können wir auch beobachten, feststellen, dass aus der Not geborenes enorme Beschleunigung bewirkt. Homeoffice, also in der Regel die Tätigkeit für gehobene Schichten der Gehaltsempfänger, die körperliche Arbeit und Dienstleistung eher koordinieren, wird die Form der Arbeitsorganisation verändern. Das gute alte Bürohaus, das ja Fixkosten als konstantes Kapital verursacht, steht vielleicht vor einem Prozess der latenten Entvölkerung und des Zurückbaus. Ähnliche Beschleunigung sehen wir auf allen Feldern der Digitalisierung. Deutschland wird sein erdrückendes ökonomisches Gewicht in der EU ausbauen, dass man die gewaltigen Vorteile durch den Binnenmarkt und die gemeinsame Währung bedenken mit Italien, auch Frankreich und Spanien, nicht ganz so schonungslos umspringen könnte wie Weiland mit Griechenland. Also jetzt Erpressung mit Alimentation kombiniert, lag im Interesse des ideellen Gesamtkapitalisten und wurde von der Wirtschaft ja auch gefordert. Ich glaube nicht, dass daraus eine allgemeine Tendenz zur Eurobonds und gemeinsamer Schuldenaufnahme erwächst. Ein Gegenmittel gegen rechte Ambitionen, die EU zu sprengen, sind die 750 Milliarden aus Brüssel wahrscheinlich, aber dennoch. Auch weil Deutschland bisher weniger Infizierte und Tote, also weniger Lockdown und Lahmlegung des Wirtschaftslebens hatten, fallen die Schrumpfungsprozesse hierzulande wahrscheinlich signifikant geringer aus. Wenn für Deutschland ein Minus von 6,6% prognostiziert wird, aber für Frankreich, Italien, Großbritannien jeweils so um die 11%, dann sind das jedenfalls bisher schon erheblich unterschiedliche Bedingungen für den antizipierten Neustart. Selbstverständlich wird es in Deutschlands Interesse, Insolvenzen und Betriebsschließungen geben. Manch Mittelständler und Kleinunternehmer wird den Untergang seines, wie man heute so sagt, Lebenswerk beflennen. Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit werden steigen, in welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Manch Künstler, Kreativer, Solo-Selbstständiger wird in der Mangelung von Systemrelevanz durch Hartz IV versorgt werden. Gegen alle Transparente, auf denen das Gegenteil behauptet wird, wird sich Kunst eben doch erweisen als das, was sie nun einmal ist, als Ware also. Dennoch verfolge ich vergleichend die möglichen Einbrüche, also etwa, was ich lese über British Airways und wie die gerupft werden soll oder dass möglicherweise jeder zweite britische Firma von der Pleite bedroht sein könnte, wie Herr Kronauer schrieb, dann werden Unterschiede schon deutlich. Diese Vergleiche: in der Krise ist Sieger, wer die geringsten Verluste erleidet, sind maßgeblich, auch auf anderen Sektoren. China hat temporäre Exporteinbußen von 12%, die USA von 35,8%. Das macht schon deutlich, wer aktuell auf und wer nicht aufsteigt. Und nicht nur wegen der unterschiedlichen Ziffern der Pandemietoten, aber auch, dass bei aller Tendenz zum Protektionismus für Deutschland offene Märkte und Freihandel von ausschlaggebender Bedeutung bleiben,
liegt bei der Exportquote und Export ist nun einmal Reichtumstransfer vom Importierenden in das exportierende Land auf der Hand. Signifikante Einbrüche könnten nie und nimmer von der Binnennachfrage kompensiert werden. Ich glaube, was die armen Regionen der Welt betrifft, halte ich meinen Alarmismus, den ich kaum zügeln kann, für angemessen. Natürlich sind verschiedene Weltregionen noch unterschiedlich betroffen, wie wir wissen, Afrika noch vergleichsweise wenig. Der Prozess des Durchsickerns zu den Armen hat aber etwas Unaufhaltsames. Staaten können die Pandemie befördern, wie Brasilien, oder abmildern. Aber die sozialen Verhältnisse, die Wohnsituation in den Slums und auf dem Lande, das dort inexistente Gesundheitssystem und die Lage der Prekären, die überall in diesen Ländern die Mehrheit stellen, zwingt sie zum Ausbruch aus den Anordnungen, wenn sie nicht verhungern wollen. Ohne hier auf einzelne Staaten empirisch einzugehen, also die Unterschiede zwischen Brasilien, Mexiko, Iran, Indien und Südafrika vernachlässigen, müssen wir aus einzelnen Untersuchungen und seriösen Stimmen aus den jeweiligen Ländern, Detlef zum Winkel hat das exemplarisch für den Iran beschrieben, davon ausgehen, dass die wirkliche Zahl der Todesopfer ein Mehrfaches der offiziellen Statistik ist. Die Weltgesundheit, das gilt auch durchaus für Italien, aber das war jetzt nicht mein Thema. Die Weltgesundheitsorganisation erwartet Hungersnöte biblischen Ausmaßes. Die Zahl der vom Hungertod Bedrohten soll weltweit um 135 Millionen Menschen steigen, in Afrika um 65 Millionen. Reichere Länder haben Lebensmittel gehortet, Nahrung wird unerschwinglich, es gibt Exportverbote und die haben Lieferketten reißen lassen, mit furchtbarsten Auswirkungen in Gegenden der Monokultur, Überweisungen von migrantischen Familienangehörigen bleiben aus und so weiter und so weiter. Die immer schon illusionäre Prognose der UNO zur baldigen Halbierung und schließlichen Abschaffung des extremen Hungers sind einfach nur Propagandamüll. Und man wird nicht ermitteln können, wer an Corona krepiert, wer an Krieg, Klimawandel und Dürre, wer an kapitalistischer Zerschlagung von Subsistenzwirtschaft, wer an Kriegen und auf der Flucht vor ihnen und wer ganz ohne Corona, weil sein Staat von der Konkurrenz ausgespuckt wird und untergeht, wie auch ohne Explosion im Hafen und ohne Corona dieses für den Libanon beispielhaft feststand. Es ist schwer zu antizipieren, ob hier aus zynischer, also kapitalistischer Sicht auch nur Überflüssiges oder auch Produktives, zum Beispiel für Rohstofflieferungen notwendiges Menschenmaterial krepiert. Es wird Hungersnöte geben und es wird Hungeraufstände geben. Ob mit emanzipatorisch-solidarischer Stoßrichtung oder ethnisch borniert und in Clan-Strukturen verhaftet, weiß man nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich beides. Alles, was ich hier nur angedeutet habe, schildert Weltmarktkonkurrenz, schildert keinen Zusammenbruch. Der Kapitalismus lebt mit und der Kapitalismus erneuert sich durch die Verheerung, die er mit seinen Krisen selber anrichtet. Lass uns verabreden, dass die Pause nur 10 Minuten dauert. Bis dann. Erste Reflexion: bedrohte Demokratie und kein Demokrat sein wollen.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt in der Corona-Notstandsmaßnahmenzeit eine Bedrohung der Demokratie gesehen. Oder sogar die Einführung einer Gesundheitsdiktatur oder eines Gesundheitsfaschismus und was man da lesen musste. Ich halte alles, was die Kanzlerin kürzlich ja selbst Zumutung genannt hat, für intentional temporär, also für ein zeitliches Zwischenspiel vor der Rückkehr zur Normalität. Mein politisches Leben ist voller Protest gegen staatliche Repression und ich bestreite mit dieser Aussage keineswegs, dass Erfahrungen und Erkenntnisse in zukünftige autoritäre, repressive Politik einfließen können. Vordergründig aktuell könnte ich für meine Sicht anführen, dass die viel beklagte Stunde der Exekutive ja mittlerweile relativ beendet ist und die ebenso viel gefeierte Stunde des Parlaments wieder in Kraft. Ja, sie trat wieder in Kraft mit Debatten, auf die ich kein Gehirnschmalz zu opfern bereit bin. Sie belästigt mich. Ob in der Mehrwertsteuererhöhung zu viel Gießkannenprinzip angelegt ist, wie man den Bundestag verkleinern soll, wie man den Lobbyismus reguliert und welch institutionelle Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal zu ziehen sind, da tobt das Langweiligste dieser Welt, die parlamentarische Meinungsfreiheit. Ich könnte auch anführen, dass das Demonstrationsrecht soweit wieder intakt ist, dass antirassistische Manifestationen beachtlicher Größe stattfanden, was mich freut, zumal die Veranstalter sich nebenbei auch mühen, dass so ein alter COPD-vorerkrankter Risikomensch wie ich jedenfalls am Rande mitlaufen kann. Wir haben, und das sind deprimierende Erscheinungen, die törichte These, nach der die Übernahme faschistoid-rassistischer Position immer der adoptierenden Partei schade, weil doch das Original gewählt werde, komplett blamiert werden. Die ungeheure Beliebtheit von Österreichs Kanzler Kurz, der mit den Grünen alle flüchtlingspolitische Position der Freiheitlichen umsetzt. Und auch die Verehrung von Söder beweist das. Das ist nichts Beruhigendes. Das bedarf der Analyse. Aber das sind Demokraten. Bei aller Parallelität etwa zu Orbán. Worum es mir geht, gerade wenn und weil die ersten Initiatoren der Hygienedemonstration mit dem Grundgesetz rumfuchteln und Ken Jebsen sich als Fels in der Brandung zu seiner Verteidigung geriert. Gerade wenn und weil der Verfassungsschutz permanent ermittelt, ob eine Mehrheit oder Minderheit der Demonstranten freiheitlich-demokratische Normalos sind. Gerade wenn und weil links liberale Apologeten der Zivilgesellschaft, die ihr Lebenselixier aus Beobachtung und Korrektur der auf ewig akzeptierten Herrschaft saugen, so gekränkt sind, dürfen sich Anhänger der Gesellschaftskritik nicht in Demokraten transformieren. Es muss für einen Linken doch als schlechter Scherz erkennbar sein, wenn selbst in linken oder Pseudolinken, wie ihr wollt, Zeitschriften als beklagenswert beschnittene Freiheitsrechte nun plötzlich die Gewerbefreiheit auftaucht, die dem Tellerwäscher erlaubt, Besitzer von Produktionsmitteln und also Bourgeois zu werden. Dieser sakrale Begriff des Liberalismus, der ehemals den doppelt freien Lohnarbeiter weltanschaulich feierte, diese im Grundgesetz fixierte Verteidigung des Privateigentums,
Linke bekämpfen, negieren, auch im Handgemenge des Alltags, was falsch und was reaktionär ist, und sie feiern nicht abstrakt, pauschal Meinungs-, Demonstrationsfreiheit und Toleranz. Gerade habe ich mich gegen die Rückkehr von Lucke auf seinen Lehrstuhl engagiert. Vor langer Zeit ging es mal um die Enteignung von Springer, die Verhinderung reaktionärer Demonstrationen, jedenfalls der Versuch, ist jahrzehntelang linker Alltag. Toleranz, früher einmal verfochten von Aufklärung und heroischem Bürgertum, ist zugleich unverwirklicht und ihr Postulat ist Herrschaftsideologie, die aus schroffen Antagonismen, zu denen der Hass nun einmal gehört, das seichte Ritual der disputierenden Meinungsverschiedenheiten macht. Das ist das Prinzip Augstein und Blome. Auch die Religionsfreiheit ist mein Ideal nicht, sondern die Überwindung, die Freiheit von Religion, von der ich weiß, dass man sie nicht dekretieren kann oder soll. Kurzum, linke Gesellschaftskritik hat einen negatorischen Spott, eine Verachtung der bürgerlichen Demokratie und ihrer Eigentumsordnung zum Fundament. Sie nennt sie, um die Unfreiheit zu betonen, verwaltete Welt. Eine ältere Schule sprach von der demokratischen Diktatur der Bourgeoisie, der man bekanntlich die des Proletariats entgegensetzen wollte. Ich lasse vieles damit Zusammenhängende weg und verweise vielleicht auf das schöne Überblickswerk Staatskritik von Moritz Seiler. Die kritische Theorie der Gesellschaft analysiert die bestehende demokratische Gesellschaft als Ganzes als irrational, ausgestattet mit einer bestürzenden Harmonie von Freiheit und Unterdrückung, Produktivität und Zerstörung, Wachstum und Regression, wie es im eindimensionalen Menschen heißt. Sie setzt ein bestimmtes konsumtives Niveau als Vorbedingung der Demokratie voraus, eine komfortable, reibungslose, vernünftige, demokratische Unfreiheit herrscht in den fortgeschrittenen industriellen Zivilisationen, heißt es im selben Buch, und ist gerade nicht durch Pluralismus und Toleranz behindert, sondern bedarf ihrer. Die Gleichschaltung mit der bestehenden Wirklichkeit werde hierdurch nicht behindert, eher befestigt. In einem bis dahin unbekannten Ausmaß die Reichweite der gesellschaftlichen Herrschaft über das Individuum ist unermesslich größer als je zuvor. Daraus folgt, jede wirkliche Emanzipation, jede den Namen verdiente politische Freiheitsbestrebung würde die Befreiung der Individuen von der Politik bedeuten. Diese Kritik der Politik ist eine der großen intellektuellen Errungenschaften von 68. In Deutschland die Überwindung des so viel Denken Lebenden, dieses öde Vermessen des Widerspruchs von Verfassungsideal und Verfassungswirklichkeit, das nie darüber hinaus gelangen konnte, der Herrschaft bzw. einzelnen Parteien vorzuwerfen, sie stünden nicht wirklich praktisch auf den Postulaten des Grundgesetzes. Johannes Agnoli gebührt wahrscheinlich das größte Verdienst, dieses intellektuelle Gefängnis des Denkens aufgebrochen zu haben, und seine wichtigste Schrift heißt Transformation der Demokratie. In historischen Situationen, auch im Alltag des Handgemenges, ist das Prinzip, nach dem zwischen Autoritarismus und Demokratie die Differenz nur graduell ist, niemals praktisch ganz durchzuhalten gewesen. Das weiß ich.
spätere Möglichkeit einer Emanzipation offen zu halten, musste kommunistische Systemkritik sich auf Verteidigung oder Wiedererlangung der Demokratie, der bisher modernsten Form der Diktatur einer zwanghaften gesellschaftlichen Form, über die Entwicklung menschlicher Bedürfnisse und Beziehungen, wie Robert Kurz sie nannte, beschränken. Niemals allerdings, auch daran sei erinnert, hat die kritische Theorie der Gesellschaft gewagt, vorherzusagen, ob die zukünftig größten Verbrechen gegen die Menschheit von demokratisch oder diktatorisch beherrschten Gesellschaften verübt werden. Im heutigen Handgemenge sind diese intellektuellen Fragen selbstverständlich auch von Repression mitgeprägt. So viele Berufe, Posten in Parteien und Stiftungen, die nur ergreifen kann, wer tadellos schwört, felsenfest auf der Verfassung zu stehen, und so viele linke Kulturzentren, denen die Extremistenklausel wacht, darüber ihre demokratische Tugend belegen müssen. Ich bin sehr sicher, und darum dieser Exkurs aus diesem Anlass, das Sterbenlassen von Menschen an Corona, dessen genaues Ausmaß ich nicht antizipieren kann, wird sich legitimieren erstens und mutmaßlich hauptsächlich durch Wirtschaft, Arbeitsplätze, Wohlstand und das Recht auf Vergnügen, aber auch im Rahmen höherer Staatsbürgerkunde, also im Namen einer Freiheit, die keine Linke ist, im Namen von Demokratie, von Gewerbe, Reise, Demonstration, Meinungs- und Religionsfreiheit und natürlich das sakralste aller Rechte, die persönliche Verantwortung, die Würde des mündigen Bürgers. Nur eine Portion Verachtung dafür wird das notwendige Maß an Negation ermöglichen. Zweitens, Reflexion zum Thema »Lass die Alten sterben«. Selbstverständlich treffen wir in einer Klassengesellschaft die Maßnahmen, die die Menschen höchst ungleich. Aber wirklich an alle war adressiert, was der Bundespräsident sagte: Wir alle sehen uns nach Normalität. Ich ganz und gar nicht. Das Versprechen nach zeitlicher Befristung muss immer einhergehen mit Fahndung nach jenen, deren Wegen wir, zu denen sie dann definitorisch nicht mehr gehören, keine weiteren Opfer auf uns nehmen wollen. Und verlangt vom Staat und von ihnen selbst, sich nicht so zu haben, das Sterben zu akzeptieren, nicht allen so über Gebühr zur Last zu fallen. Der Aspekt der zivilisatorischen Errungenschaft des Erkämpfens in der gesundheitspolitischen Bewirtschaftung des Menschenmaterials scheint mir zentral im Versprechen zu liegen, auch die ökonomisch Unnützen, deren früher Tod objektiv ja dem Standort dienlich wäre, zu versorgen. Die Versorgung in den oft unmenschlichen Einrichtungen, der alte bis zum Tode Aufbewahranstalten, ist aber so grauenhaft, dass die berechtigte Angst alter Menschen dort zu landen schon den Gedanken, dann will ich lieber tot sein, also den Todestrieb, der ja viele durch die ganzen Wirrnisse des Lebens in der Marktwirtschaft begleitet, befördert. Und wer nicht ins Heim muss, sich aber weder Seniorenresidenz noch ausländisches Pflegepersonal, das von seinen Benutzern im Regelfall bis zum letzten Atemzug nach Herrenmenschenart verachtet wird, leisten kann, auf den warten all die Geschichten von abgelehnten Anträgen, von abwertender Behandlung, von Wartezeiten, von Ignoranz, von Dienst nach Vorschrift und von weit auseinanderklaffenden Einschätzungen dazu, welche Wünsche und Bedürfnisse als berechtigt gelten können.
die Abhängigkeit vom Sachbearbeiter, die Angst vor Ablehnung, die Sorge, lebensnotwendige oder gesundheitserhaltende Maßnahmen und Mittel erst nach Widersprüchen und Gerichtsverfahren zu bekommen, das ist Alltag. Für Menschen, die auf Leistungen des Sozialstaats angewiesen sind, schrieb Kirsten Achtklick in der Jungle World. Jede Debatte, die über die immer legitimer werdende Sterbehilfe, siehe das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, geführt wird und diese begründeten Ängste ausklammert, also individuelle Entscheidungsfreiheit jenseits der sozialen Wirklichkeit postuliert, ist verlogen. Und selbstverständlich kommt etwas hinzu. Das Gefühl, überflüssig und sinnlos auf der Welt zu sein, wenn unproduktiv und nicht mehr zum Wohlstand beitragend, ist vielen ärmeren Alten eigen. Neben den viel geschilderten Aktiven, dem Reisen und ihren Hobbys nachgehenden Alten, existiert eine nicht kleine Gruppe, die den Tag des Renteneintrittsalters fürchtet. Adorno hat in einer seiner pessimistischen Erwägungen einen Zusammenhang zwischen objektiven Veränderungen des kapitalistischen Produzierens und der Selbstverdinglichung der Produktionsagenten erwogen. Allgemein ist das Individuum nicht bloß das biologische Substrat, sondern zugleich die Reflexionsform des gesellschaftlichen Prozesses, leitet er den Gedanken ein und überlegt dann, ob objektive Veränderungen, also die veränderte organische Zusammensetzung des Kapitals, der immer größer werdende Anteil der toten oder vergegenständlichten Arbeit in den Maschinenparks und in Fabrikanlagen und so weiter auf der einen Seite und die Abnahme des variablen Kapitals der lebendigen Menschen, die dieses Gerät bedienen, etwas im Menschen selber auslöst. Ich gehe ins Zitat zurück. Es wächst die organische Zusammensetzung des Menschen an. Das, wodurch die Subjekte in sich selbst als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Man kann diese hier vermutete Verdinglichung zum Produktionsmittel für zu apodiktisch halten, ich weiß. Aber sowohl diese beängstigende Bereitschaft, trotz aller Gefahren zur Arbeit zu gehen, die nicht allein mit ökonomischen Zwängen erklärbar ist, als auch die alten Menschen, die als Kronzeugen der erforderlichen Ignoranz ihnen gegenüber, der Aufforderung zur Rücksichtslosigkeit nun auftreten oder auftreten müssen, sind Gefangene der bürgerlichen Ideologie. Und diese speist sich erstens aus Erfahrung. Diese Erfahrung hat Jean Améry so ausführlich geschildert. Er schildert die Negation durch den Blick der anderen. So erscheine in diesem Blick der Alternde, dessen Vollbrachtes schon gezählt wurde und gewogen. Die anderen haben Bilanz gezogen und ihm ein Saldo vorgelegt, der er ist, ein Geschöpf ohne Potenzialität. Zweitens Propaganda. Diese Propaganda hat, wo sie noch allzu deutlich und ungeschminkt auftritt, manchmal noch den Status des Tabubrechenden. Das mag für Boris Palmer gelten, der gesagt hat, ich sage Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem Jahr tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankung. Oder nicht minder tabubrechend der Investor Alexander Dibelius im Handelsblatt. Ist es richtig, dass 10% der Bevölkerung geschont, 90% samt der gesamten Volkswirtschaft, aber extrem behindert werden. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates,
also Chef eines Gremiums, das noch alle Notwendigkeiten des Standorts nach herzzerreißender Abwägung gebilligt hat, greift in die Welt von Sportschau und Sportstudio, schon weil dort ganz prinzipiell die Sieger gefeiert und die Verlierer kritisch befragt werden, ob sie auch hart genug trainiert hätten. Er sagt, Inning, so heißen im Baseball die Runden, die man laufen muss. Jemand, der 80 ist, ist schon ein paar Runden mehr gelaufen als ein 30-Jähriger. Deshalb soll dieser Argumentation zufolge der Junge im Fall von Knappheit im Gesundheitssystem bevorzugt werden. Das ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Aufklärung darüber, was der erste Staatszweck ist und was eben keine Priorität besitzen darf, ist die erzieherische Botschaft zahlreichen staatstragenden Personals. Und keine heftige, skandalträchtige Debatte auslösend hat der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die herrschende Rangfolge auf den Punkt gebracht. Wörtlich sagt er, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz des Lebens zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig, wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt. Dann ist das die Würde des Menschen, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Menschen werden weiter auch an Corona sterben. Vollkommen überzeugt bin ich, dass Wolfgang Schäuble hier das Grundgesetz richtig interpretiert, auf ihm steht und gedanklich tief in ihm verwurzelt ist. Interessant, wenn auch nicht überraschend, sei angemerkt, wie vehement sich die als gut, fortschrittlich, als moderne Protestantin verkaufende Margot Käßmann im Deutschlandfunk auf Schäubles Seite sich gestellt hat. Das ist das Geschäftsmodell der Pfaffen. Und wer es wird nur übertroffen von Jakob Augstein. Das alles ist die Forderung nach dieser Normalität, die einen schaudern lassen soll. Zitat, wir leben und sterben rational und produktiv. Wir wissen, dass Zerstörung der Preis des Fortschritts wie der Tod des Preis des Lebens ist. Dass Versagung und Mühe die Vorbedingungen für Genuss und Freude sind und die Geschäfte weitergehen müssen und die Alternativen utopisch sind, formuliert Marcuse. In diesem herrschenden praktischen Bewusstsein ist kein Platz für die Erkenntnis, dass Einverständnis mit dem Tod, Einverstanden, Einvernehmen mit dem Herrn über den Tod, dem Staat, der Natur oder Gott impliziere, schreibt Marcuse. Auch Autoren, die vordergründig mit den Hygienedemos nichts zu tun haben wollen, sind auf diesem Trip. Und zwar geradezu zwanghaft. Im wahrlich durchgeknallten Buch von Gerald Grünekle, Clemens Heni und Peter Nowak, Corona und die Demokratie, kommen die Autoren von einem sonstigen Abgesehen geradezu zwanghaft immer wieder auf das hier von mir Verhandelte zurück. Mit den Alten und ihrer Gesinnung kennen die sich wahnsinnig gut aus. Zitat, viele alte Menschen haben heute gar keine Panik und wissen, dass wir alle mal sterben müssen. Und so finden sie auch immer welche, die Exemplare stehen, für Hunderttausende alter Menschen im Pflegeheim. Ich habe mein Leben gelebt, sagen die, ich fürchte mich nicht vor Corona, Corona ist mir egal. Und dann darf es dieser Einsichtigen den Todeswunsch der angeblich 100.000 erfüllenden Pflegekräfte. In diesem Buch schlüpft Adelheid von Stösser, die Vorsitzende von
Pflegeethik Deutschland in diese Rolle und sagt, für viele war das Sterben eine Erlösung. Wenn es zu einer Lungenentzündung kam, wurde dies als Zeichen des nahen Todes veranstaltet. Sie durften gehen, ganz einfach, ohne Patientenverfügung, nach Augenmaß und mit gesundem Menschenverstand. Die Herrschaft über Leben und Tod kostümiert sich als gütiges Augenmaß. Und Norbert Beuls, der in diesem Buch von Peter Nowak so vehement verteidigt wird, ist ein Rechtsradikaler, ist ein gern gesehener Referent der AfD, Desiderius Erasmus Stiftung. Als Medienwissenschaftler, lese ich, hat er eine hypersensible Weltgesellschaft diagnostiziert, in der jeder Kranke, jeder alte Mann, der da keine Luft mehr bekommt und nicht mehr beatmet werden kann, zum Weltereignis aufgeblasen wird von den Massenmedien. Peter Nowak hält diesen Dreck, dass er das Krepieren ungesehen machen will, für nicht skandalisierbar, da auch er nicht ertragen will, Zitat, dass diese Fälle zu einem Weltereignis aufgeblasen werden, wo sie doch Bagatellen sind. Es gibt keine linken Corona-Verharmloser, die keine inhaltlichen Schnittstellen mit der radikalen Rechten hätten. Vertiefend und mich an den Rand meiner Kapazität bringt, habe ich die Reflexion Adornos, diese grandiose Polemik gegen Heidegger's Jargon der Eigentlichkeit und Herbert Marcuses die Ideologie des Todes über das Sterben und seine Akzeptanz, sowie seine Notwendigkeit, sein dem Leben angeblich ist Sinn und Würde verleihenden Tod, also Heidegger gebenden Status, studiert. Wer das vertiefen will, besorge sich den Sammelband Der Tod in der Moderne, darin auch Lesenswertes von Sartre und Bloch. Ich habe kurzfristig aus Gründen der Zeit entschieden, dass ich euch diese Reflexion heute vorenthalten muss. Corona und die Kritik der Bedürfnisse. Meine dritte Reflexion. Bedürfnisse, halten wir das zunächst einmal fest. Bedürfnisse sind so geschichtlich wie etwa Produktionsverhältnisse oder die Produktionsweise oder die Aufteilung der Welt in konkurrierende Nationalstaaten. Agnes Heller in ihrer Schrift Theorie der Bedürfnisse schreibt, jede Gesellschaft hat ihr eigenes Bedürfnissystem, das daher für die Beurteilung einer anderen Gesellschaft in keinerlei Hinsicht maßgebend sein kann. Und Adorno in seinen Thesen über Bedürfnissen macht das Interesse der Macht an der Lüge von den natürlichen Bedürfnissen deutlich. Jeder Trieb ist so gesellschaftlich vermittelt, dass sein natürliches, nie unmittelbar, sondern stets nur durch die Gesellschaft produziertes zum Vorschein kommt. Die Berufung auf Natur gegenüber irgendeinem Bedürfnis ist stets bloß die Maske von Versagung und Herrschaft. Gut, trotzdem, und damit wir uns nicht verlaufen, halten wir zunächst das Primäre, also die Bedingung der Diskussion über Bedürfnisse fest, das Elementare, das erfüllt sein muss, um über Weiteres kritisch zu diskutieren. Also unser Ausgangspunkt ist das Leiden der gewaltigen Mehrheit aller Menschen auf der Erde. Wird produziert, was alle Menschen jetzt hier am dringendsten brauchen, so ist man allzu großer sozialpsychologischer Sorgen wegen der Legitimität ihrer Bedürfnisse enthoben. Das so selbstverständlich scheinende, das fast schon zu schlichte, ist in der Gesellschaft, in der ich lebe, marginal. Dieses Apodiktische findet keinen Anknüpfungspunkt. Ich zitiere nochmal.
wird jedoch in einer Gesellschaft, in der Hunger angesichts vorhandener und offensichtlich möglicher Güterfülle jetzt und hier vermeidbar wäre, gleichwohl gehungert, so verlangt das Abschaffung des Hungers durch Eingriff in die Produktionsverhältnisse. Einleitung zum Positivismusstreit. An die Stelle des Eingriffs in die Produktionsverhältnisse, also der Enteignung, ist, wie wir wissen, manch Programm zur Mittelstandsförderung, Ausweitung der Mitbestimmung oder Investitionsprogramme getreten. Wisst ihr, Marx, der manch spöttisch präzise Beobachtung an den gehobenen Schichten seiner Zeit getätigt hat. Marx also spricht noch ein Verdikt aus. Gegen das bildungsbürgerliche Geflänne über die ethischen Mängel des Proletariats, wenn er schreibt, wenn man von der Produktion ausgeht. So muss man sich um die wirklichen Produktionsbedingungen und die produktive Tätigkeit der Menschen bekümmern. Wenn man aber von der Konsumtion ausgeht, so kann man sich bei der Erklärung, dass jetzt nicht menschlich konsumiert werde und bei dem Postulat der menschlichen Konsumtion und der Erziehung zur wahren Konsumtion und dergleichen Phrasen beruhigen, ohne sich im geringsten auf die wirklichen Lebensverhältnisse der Menschen und ihrer Tätigkeiten einzulassen. Klar, das ist ein Zitat aus einer anderen Zeit, das weiß ich. Vielleicht so gar aus einer, in der die Lohnabhängigen wirklich nicht mehr zu verlieren hatten als ihre Ketten. Aber der Grundgedanke ist elementar und hat Bestand. Es ist die Abwehr aller Phrasen, bürgerlich-bildungsbürgerliche Phrasen, die unteren Schichten der Gesellschaft mögen doch statt Dosenbier und Schund im Fernsehen, statt Fastfood und Chips mal ein gutes Buch, womöglich von Proust, lesen und sich einen Eintopf aus regionalen Kohlrabi zubereiten. Meist ist an dieser Stelle die empirischen Studien zu den Gebaren der Eliten liefern ja reichlich Material darauf zu verweisen, wie vollgekotzt und vollgeschissen teure Hotelzimmer nach ihrer Benutzung sind. Auch der jüngst erschienene Bildband über Bad Ischl liefert reichlich Material über die Hässlichkeiten wohlhabender Touristen. Dabei geht es aber gar nicht um die Leugnung bestimmter Hässlichkeiten und Rücksichtslosigkeiten und Rohheiten, wie wir sie gerade jetzt, alle Selbstgefährdung und die Gefährdung anderer in Kauf nehmenden, feiern oder dessen, was man Riots nennt, beobachten können. Das geht um Verstehen, um Analysieren. Ausgangspunkt bleibt die Analyse der Art des gesellschaftlichen Produzierens. Der Produktionsapparat bestimmt nicht nur die Fertigkeiten, sondern auch die individuellen Bedürfnisse. Der neuartige Zug sei die überwältigende Rationalität in diesem irrationalen Unternehmen. Über alles hinaus, was zur Zeit von Marx konstatierbar gewesen sei, sind die Bedürfnisse vollends zur Funktion des Produktionsapparats geworden, nicht umgekehrt. Sie werden total gesteuert, heißt das in Spätkapitalismus und Industrie, Gesellschaft Paudano, und zwar auch, aber nicht in erster Linie durch raffinierte Techniken von Manipulation und Werbung, sondern die Unhintergehbarkeit von Produktivität und Effektivität bewirkt das. Kommunistische Kritik hat immer gleichzeitig zwei Gegenstände. Erstens den Skandal der Koexistenz von vorhandenen, ungenutzten Produktionsmitteln und dem Mangel an Armut, Hunger, der in Ermangelung von Kaufkraft nicht behoben wird. Sowie zweitens die Reflexion des produzierten Schrotts
und dem falschen Freiheitsversprechen durch seinen Besitz. In der Kritik geht es um Bedürfnisse und Befriedigungen, die ein Leben in Knechtschaft reproduzieren, heißt es im Versuch über die Befreiung. Die unschlagbare Produktivität und Effektivität der Ökonomie der kapitalistischen Zentren erzeugt allerdings mehr als nur die Sehnsüchte von Konsum, Vergnügen und Zerstreuung. Die technologische Rationalität und Effizienz wird moralische Instanz. In der allgemeinen Notwendigkeit hat Schuld keine Stätte, heißt es im eindimensionalen Menschen. Das glückliche Bewusstsein der Funktionierenden, der den Anforderungen gewachsenen, der nur ihre Pflicht tunenden, ist ohne Schuldgefühl. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Zustand der Welt komplettiert sich in der Gleichgültigkeit gegenüber den alten, vorerkrankten, behinderten, schwachen und Zufallsopfern der Pandemie. Oliver Nachtwey, mit dem ich politisch ganz und gar nicht übereinstimme, unter anderem, weil er die Zeit vor dem sogenannten Neoliberalismus so romantisiert, hat in seinem Buch Die Abstiegsgesellschaft dennoch, und zwar wahrheitsgemäß, geschildert, wie niederträchtig Stammbelegschaften mit Leiharbeitern umgehen. Großen Teilen der Gesellschaft, auch wenn nur eine Minderheit den Slogan wahrscheinlich postulieren dürfte, ist dieses No Risk, No Fun eigen. Das meint auch diejenigen, denen nichts auffällt. Wenn zum tausendsten Mal gesagt wird, eine gewisse vom Gesundheitssystem beherrschbare Zahl an Toten müssen wir in Kauf nehmen, weil wir die Verkehrstoten ja auch zu akzeptieren gelernt haben als Preis der Angenehmlichkeiten des Individualverkehrs, habe ich nicht. Wenn es nach mir ginge, und diese Formulierung verweist auf etwas ganz Unrealistisches, also wenn es nach mir ginge, wäre gesetzlich verpflichtend in die Autos eingebaut, dass sie höchstens halb so schnell fahren könnten, wie sie es jetzt können. Analoges gilt für die Grippetoten und für die Krebstoten. Sie zu akzeptieren heißt stets nicht wissen wollen, was die Bedingungen ihres Todes sind. Wir können wahre und falsche Bedürfnisse unterscheiden, schreibt Herbert Marcuse. Und Adorno fügt sogar das immer tatsächlich etwas gefährliche Attribut ihrer Objektivierbarkeit hinzu. Er schreibt, objektiv richtige und falsche Bedürfnisse ließen sich recht wohl unterscheiden. In den Bedürfnissen steckt im Guten wie im Schlechten immer schon die ganze Gesellschaft. Und genau an dieser Stelle betreten wir ein Feld der Diskussion, das von solchen Linken, die sich für Materialisten halten und denen die Kategorie des materiellen Interesses, also alles ist, meine Positionierung als moralisch abqualifiziert wird. Ich kenne das über die Jahrzehnte. Ich halte nichts von der Denunziation normativer Argumente. Ich sehe eher eine unnötige Angst bei Autoren, die ich schätze, als moralisch abgetan zu werden. So ein kluges Buch wie Neben uns die Sintflut von Stefan Lessenich, ja, das müht sich mit aller Kraft die Ablehnung der Verwüstung in den Armutsregionen der Welt mit dem Interesse der Bewohner der relativen Wohlstandsregion zu begründen, weil die Einschläge näher kommen, weil die Verwüstung globale Auswirkungen zeitigen werden und so weiter. Die Argumente sind selbstverständlich zutreffend und unnötig zugleich. Sie provozieren die Gegenfrage, ob das geschilderte Leid irgendwie erträglicher wäre, ließe es sich regional begrenzen. Ein komplett schlichter Satz ist wahr und ungeglaubt und unnachempfindbar von überwältigender Mehrheit. Ich formuliere den mal. Wie viel unbeschwerter
Wie viel sorgloser und glücklicher wäre ein Leben im bloßen Wissen, dass kein Mensch auf der Welt unbehaust, hungrig, unbekleidet und medizinisch unversorgt leben muss. Sollte es je eine befreite Gesellschaft geben, so werden die frei assoziierten Produzenten der reichen Ecken ein Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit verausgaben, das nicht ihnen zugutekommt, sondern denen geschenkt wird, deren Unterversorgung so viele Jahre planmäßig organisiert und geduldet wurde. Das ist ein durch und durch moralischer Satz, den ich eben formuliert habe. Meinetwegen, es stört mich nicht. Was richtige Bedürfnisse sind, naja gut, da gibt es keinen Katalog wie bei Steuerreform und Aufstellung von Investitionsprogrammen. Da gibt es nur ein paar Annäherungen. In seiner alleroptimistischen Schrift für seine Verhältnisse geradezu vom Aufbruch von 68 unangemessen euphorisiert sah Herbert Marcuse weltweit ein minoritäres Milieu, das einen Organismus nannte, heranwachsen, der die Aggressivität, Brutalität und Hässlichkeit der etablierten Lebensweise nicht länger zu ertragen vermag, heißt das im Versuch über die Befreiung. Und alles Nachdenken über oder Hoffen auf ein befriedetes Dasein erfordere Absage an alle Härte, Kumpanei und Brutalität. Ungehorsam gegenüber der Tyrannei der Mehrheit, das Eingeständnis von Angst und Schwäche die vernünftigste Reaktion gegenüber dieser Gesellschaft, eine empfindliche Intelligenz, die Ekel empfindet angesichts dessen, was verübt wird. Die Legitimität des Eingeständnisses von Angst und Schwäche, die Marcuse hier betont, scheint mir heute so überaus wichtig. Es laufen mir zu viele verbale Kraftprotze durchs Bild. Manchmal sogar durch die konkret. Was anders wäre, ist namenslos. Und was heute etwa dafür einsteht, Solidarität, Zartheit, Rücksicht, Bedacht, hat mit der Freiheit der gegenwärtig Freien nur geringe Ähnlichkeit, heißt es in den Reflexionen zur Klassentheorie. Letztlich sind unsere Argumente, mit denen wir heute so zugegeben schwach oder hilflos intervenieren, mitbestimmt immer von dem, was wir unter befreiter oder befriedeter Gesellschaft denken. Jeder menschheitsgeschichtliche Traum, der es wert ist, so genannt zu werden, ist doch immer von der Frage gekennzeichnet, schon um die Verewigung der Arbeit zu widerstreben, was negatorisch, was als das Abzuschaffende antizipierbar ist. Zitat, in der Räterepublik müssen nicht alle Räder laufen, formulierte Adorno die Maxime der produktiven Unterlegenheit eines Gesellschaftssystems, das die Angst vor Arbeitslosigkeit beseitigt hat. Und dann ganz gegen seine spätere Usance, nie ins Optimistische abzugleiten, steckt fast schon Zuversicht in dem nun folgenden Wörtchen rasch. Zitat, wenn es kein Monopol mehr gibt, wird sich rasch zeigen, dass die Massen den Schund, den die Kulturmonopole und die jämmerliche Erstklassigkeit, die die Praktischen ihnen liefern, nicht brauchen. Und wenn er schon mal dabei ist, der alte Negatorische, der Grübelte, mit dem Rotstift zu hantieren, ja, dann fallen die Striche aber kräftig aus. Er schreibt, das ist nicht einzusehen, warum in einer klassenlosen Gesellschaft der ganze Kulturbetrieb von heute weitergehen soll. Wohl ist es eine Absurdität, dass die kapitalistische Krise Produktionsmittel vernichtet, die dem Bedürfnis dienen. Aber die Vorstellung, dass in der klassenlosen Gesellschaft in weitem Maß Kino und Radio stillgelegt werden, wird dadurch keineswegs zu einer absurden.
verstehst lieber die Bedürfnisse. Solche Gedanken, das ist für mich wie Balsam. Sie lindern die ätzende Langeweile, die meist mich befällt, wenn ich so diese Facetten wie zahlreichen konstruktiven Umbauprogramme zu lesen mich zwinge. Denn alle Beschäftigten, zum Beispiel in diesem Buch Corona-Krise, Kapital, wenn alle Beschäftigten der Rüstungs- und der Autoindustrie und des gesamten Finanzwesens und so weiter versprochen wird, sie könnten weiterarbeiten, nur eben Sinnvolles produzieren und Dienstleistungen. Das ist die Verkörperung von illusionärem Realismus. Illusionär in dem, was im Kapitalismus möglich ist, und realistisch in der Attitüde. Was da durchdacht wird, das macht mich krank. Die durchdenken, um präzise zu wirken, dass man die Bundeswehr aus Mali abziehen muss, damit der Sanitätseinsatz im zivilen Kampf gegen Corona eingesetzt werden kann. Und das ist noch eine der abstraktesten Postulate. Es macht mich krank. Auf, stattdessen auf dem Wasser liegen, sonst nichts, ohne weitere Besinnung und Erfüllung. Ohne weitere Bestimmung und Erfüllung. Könnte anstelle von Prozess, Tun, Erfüllen, Treten, heißt es in meiner allerliebsten Reflexion in der Minima Moralia mit dem Titel Cyrilo. Nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben ist zu fürchten, sondern die wüste Erweiterung des in aller Natur vermummten gesellschaftlichen Kollektivität als blinde Wut des Machens. Es geht um die Lebenstriebe, um die Libido. Was die Zukunft, was wie Zukunftsmusik klingt, ist heute nur als Haltung von Relevanz. Dass die Parteinahme für jene, die nicht stark innovativ mit beiden Beinen im Leben stehen sind, die nicht strotzend vor Zuversicht daherkommen und meinen, Corona wird ihrem eisernen Naturell schon nichts anhaben können. Es ist der Bruch mit der Geschichte auch linken Sozialdarwinismus, auch linker Eugenik, die von Peter Biel so verdienstvoll und akribisch erfolgt wurde. Die Weigerung, Recke oder Held der Arbeit zu sein, war übrigens vor 50 Jahren durchaus handlungsmächtig in der Welt. Man kann in der Neue Geist des Kapitalismus ganz gut nachlesen, wie es nach 68 ein höchst reales, auf die Realisierung von Profit negativ durchschlagendes Problem war, dass Teile des jüngeren Proletariats Unpünktlichkeit, Abwesenheit, Desinteresse an der Qualität der Waren als dem getriebefeindliche Grundhaltung zelebrierten. Nicht in Deutschland. In Frankreich und Italien. Und ohne diese Unbotmäßigkeit geht eben nichts. Ganz pragmatisch allerdings, ganz weit weg von aller Unbotmäßigkeit und utopischen Debatten gilt dennoch, ob ich das mit einem Leider schmücke oder nicht, dass unter den gegebenen Zuständen, also im Stande der Unfreiheit, die Reglementierung der Bedürfnisse ihrer Freigabe häufig vorzuziehen ist. Das ist das Dilemma, indem wir Anhänger der frei assoziierten Produzenten nun mal stecken. Letzte Reflexion, ganz bestimmt letzte. Meinung, Wahn, Gesellschaft. Über den Zusammenhang des Pathogenen und des Normalen, wie wohl alle, habe ich viel gelesen in letzter Zeit, Beschreibendes, Enthüllendes, über das Milieu der Hygienedemonstranten. Auch einiges im Original gelesen, Ken Jebsen angehört, kompakt mir reingezerrt und so weiter. Alle Enthüllungen, alle Darstellungen der jeweiligen Ideologien und ihrer Spezifika sind wertvoll. Und es beruhigt mich nicht, dass die eine Minderheit sind, und es beruhigt mich auch nicht,
dass sie so desperat in ihren Auffassungen sind, dass sie keine gemeinsame Politik machen können. Isoliertes, wirres, ohnmächtiges kann im Verlauf der Geschichte als vernünftig verifiziert werden und trotz ihrer Absurdität zur Herrschaft gelangen. Die Geschichte des Aufstiegs der NSDAP, die so viele Zerstörer der Vernunft, so viele irrlichternde Gestalten in ihren Bann gezogen hat, beweist das. Die Liaison mit dem Faschistischen betrachte ich als unauflösbar. Sie ist in der Sache selbst begraben. Und so beobachten wir, ja, einerseits sind sie verpönt, es gab wirklich zahllose Artikel und Fernsehbeiträge über und gegen dieses Milieu und andererseits aber auch latent angesehen, als mehrheitlich normale, besorgte, auf dem Grundgesetz stehende Demonstranten. Sie werden ja in letzter Zeit auch wirklich von der Bild-Zeitung enorm gesponsert, protegiert von Springer. Und genau so wurde der Chef der Querdenker in diesem langen Interview im Deutschlandfunk sowohl gelöchert als auch hofiert. Zugleich beides hofiert, wie dieser typische gemäßigte AfDler, sagen wir bei Plasbeck, dessen eigene Bestialitäten gar nicht mehr zur Debatte stehen, sondern seine anerkannte Autorität als Kämpfer gegen das noch Ärgere. Die Aufsätze und Broschüren, auch jene, die sich allgemein mit Verschwörungstheorien beschäftigen, wie etwa dieses wirklich kluge kleine Grundlagenwerk der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich glaube, die haben ein großes Vorbild, oder wenn das nicht stimmt, dann haben sie ein großes Vorbild für mich jedenfalls. Das ist Leo Löwenthals Studie Falsche Propheten aus dem Jahre 1948, in der die Argumentationsmuster der autoritären Agitatoren in den USA wirklich akribisch durchleuchtet, entschlüsselt. Das ist teilweise großartig und scharfsinnig und ich empfehle die Lektüre, aber es hat einen Mangel, der mein Aber begründet. Kein einziges Kapitel, kein längerer Abschnitt dieses großartigen Werks ist dem Rassismus der weißen Agitatoren und ihrer Gemeinde gewidmet. Leo Löwenthal hat in dieser Schrift, ich will nicht sagen komplett, aber doch sehr weitgehend, zu seinem Maßstab gemacht, was die offizielle Politik, das Etablierte, als Konsens verkörperte. Und er schreibt eben 1948, also vor der Bürgerrechtsbewegung und ihren brüchigen Erfolgen. Dieser Makel haftet vielen Texten und Broschüren unterschiedlich und in differenter Ausprägung an. Damit werden sie nicht wertlos, aber stehen in der Gefahr, mainstreamig zu werden. Die kritische Theorie der Gesellschaft geht verkürzt gesagt von zwei Prämissen aus. Erstens, die Prognose der Aufklärung, die Vernunft werde, wenn nur alle Standpunkte ungehindert und zensiert artikulierbar seien, siegen, erweise sich als falsch. Das zeige sich drastisch daran, dass in krassem Widerspruch zu den offiziellen Unterstellungen einer vernünftigen Gesellschaft von Vernünftigen grundlose und unsinnige Vorstellungen jeglichen Schlages keineswegs die Ausnahme, keineswegs im Abnehmen sind. Ich zitiere jetzt öfter mal aus Meinung, Wahn, Gesellschaft von Adorno. Das Irrationale, das war immer vorhanden. Aber wenn es sich nicht unmittelbar politisiert, wenn es in Sekten und Büchern und Ansichten existiert, wenn also zum Beispiel die große Fülle rechtsesoterischer lebensberatender Literatur v.
von ihren Konsumenten auf praktische Lebenshilfe, auf die Erkenntnis, dass man an sich glauben und skrupellos vorankommen müsse und das den Nebeln von Avalon entnehme, reduziert, was ja oft der triviale Kern ist, dann ist das eben Privatmeinung. Stört mich. Das darf dann die Talkshows bevölkern. Das ist eben von einem subjektiven Standpunkt aus formuliert. Vielleicht hilft es ja auch dem Individuum. Man könne auch okkulte Tatsachen abwarten, beobachten, Vorurteils sich nähern. So ungefähr beurteilt und fühlt der aufgeklärte Positivist, wenn er Nina Hagen im Fernsehen sieht oder eine Kollegin den Dalai Lama am Wochenende im Stadion besucht. Aber periodisch bricht das harmlos Private ins unübersehbar Politische durch. Liegt für diese Möglichkeit auf dem Sprung, Zitat, die Überzeugung, Rationalität sei das Normale, ist falsch. Und am Bann der 10 Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität der Menschen. Sie und die Zweckrationalität ihres praktischen Handelns klaffen weit auseinander. Aber Irrationalität ist stets auf dem Sprung, auch diese Zweckrationalität im politischen Verhalten zu überfluten. Zitat Ende. Eines solchen Phänomens Zeugen werden wir gerade. Und selbstverständlich liegt es bei der Macht, was Einstufung als normal oder legitim und was als pathogen oder irre krankhaft eingestuft wird. Und oft ist ein Übergang, eine Art Schwebezustand, so eine Ambivalenz zu beobachten, wenn ein Teil der offiziellen Welt das Irrationale sich zu eigen macht. Vielleicht wäre zur Bebilderung der Kreationismus ganz gut geeignet. Mit dem Aufstieg der Evangelikalen ist die Feindschaft zur Evolutionstheorie in entsprechenden Weltgegenden enorm gewachsen. Und wir beobachten überall ein ständiges Ringen, ob der irrsinnige sogenannte wissenschaftliche Kreationismus nicht wenigstens gleichberechtigt in die Lehrpläne des Biologieunterrichts einziehen soll. Zweitens, wie durch das Beispiel schon angedeutet, ist in der real existierenden Gesellschaft, in der wir leben, die einen Zustand permanenter Regression der Subjekte produziert und reproduziert, die strikte Unterscheidung von pathogener und irgendwie öffentlicher oder normaler Meinung komplett irreführend. Zitat, soll der Widerstand gegen das Pathogene nicht von Anbeginn zur Harmlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilt sein, so ist die Tendenz zur pathischen Meinung aus der normalen herauszulesen. Das klassische Beispiel, in den normalen Meinungen derer, die sich selbst für die Verkörperung von Maß und Mitte, für besonnen und ausgestattet mit gesundem Menschenverstand halten und dennoch eine Dynamik verkörpern, die den Wahn enthält, ist die Zuneigung zur eigenen Nation. Zitat, gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der Pathogen. Das heißt schon, wenn ich das jetzt ein bisschen mal brachial herunterbrechen darf, dass man mit Leuten, denen ein Schauer der Rührung durch die Glieder fährt, wenn sie ein Fahnenmeer in Schwarz-Rot-Gold sehen, nicht gemeinsam sich empören kann, wenn die Fahnen schwarz-weiß-rot gestreift sind. Das Pathogene im normalen Erkennen gehört zu den allerwichtigsten Elementen der Gesellschaftskritik.
als verrückt, enorm gefährlich gelten gewiss jene, die an diesem privaten Autorennen teilhaben, weil sie zu dem nicht ganz so kleinen Ausschnitt der Gesellschaft gehören, die sich nur noch lebendig fühlen können, wenn sie sich und andere in Lebensgefahr begibt. Das hat bekanntlich viele Spielarten. Aber wer sich einigermaßen oder halbwegs an die Straßenverkehrsordnung hält, also Vollgas nur auf der Autobahn gibt, der fährt eben sportlich. Das ist komplett normal. Wer mit Beobachtungsgabe als Linker ausgestattet ist, der braucht nur so ein kurzes Stück Autobahn wie zwischen Hamburg und Bremen. Und all das Gehupe und das Lichtgehupe und das drohende Auffahren und rechts überholen und so weiter zu sehen und das als getreue Nachbildung der Konkurrenz im Berufsleben zu entschlüsseln und den Kapitalismus zu hassen. Vor einigen Jahren waren die beiden Formel-1-Idole, die Brüder Ralf und Michael Schumacher, mit dem Tod ihrer Mutter konfrontiert. Sie flogen kurz an den Ort ihrer Kindheit, absolvierten die bekannten Stereotypen-Rituale, flogen zurück an die Rennstrecke und absolvierten ein, wie die Sportreporter berichteten, großartiges und tollkühnes Rennen um den Sieg. Das Leben muss ja weitergehen. Das Prinzip gilt für alle Erschütterung. Ein bedrückendes Buch, ein Theaterbesuch, die situative Ergriffenheit, der kurze Gedanke, morgen kann ich nicht zur Arbeit, muss spätestens auf dem Heimweg in Erbauung umgewandelt, also produktiv gemacht werden. Was steht sich nun, sprach ich zum Schluss, und ich verenge den Blick mal wieder auf die Pandemie und erlaube mir gröbste Vergröberung in der Gesellschaft gegenüber. Erstens, ein großes Segment, das der Herrschaft vertraut. Die will, dass es so wie angeordnet gemacht wird, ordentlich, streng geregelt, fürsorglich regiert und folgsam auf die zukünftige Wiederkehr der Normalität hoffend, sich an die Macht anschmiegend, wie eigentlich jede Lockerung und jede Restriktion gut heißt, weil sie nun mal angeordnet ist. Das ist der Menschenschlacht, den ich kenne, der bei Wind und Wetter und leerem Bahnsteig unüberdacht mich den Rauchenden zornig und gesetzestreu in das gelbe Quadrat kommandiert. Zweitens das zweite Lager stellt den Regierenden ebenfalls keine schlechten Noten aus. Die wissen, dass man heute doch durch privates Verhalten allerlei Gesetze und Verordnungen individuell interpretieren, außer Kraft setzen, ignorieren kann, alles praktisch und auch per Gesinnung, aber ohne Vehemenz oder ohne Fanatismus. Leben sie Ignoranz und drücken schon politisch in Richtung Lockerung. Würden die Maßnahmen noch einmal restriktiver, gehörten ihnen sogar kleine Geschäfte, Restaurants, Reisebüros oder arbeiteten sie dort, würden sie wahrscheinlich zorniger, wie man in einigen Ländern jetzt sehen kann. Sie zu verlieren, ist die Sorge der etablierten Politik. Sie zu gewinnen, ist ihr Ziel und ökonomische Notwendigkeit zugleich. Drittens haben wir das schon kurz beschriebene Milieu des Wahns. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sie im Kern nur eine, wenn auch okkulte und faschistoide, Zu- oder Überspitzung des Liberalismus sind. Diesem sind, entgegen allen modischen Behauptungen, die ihn als den eigentlichen Widerpart des Faschismus, als eigentliches Postulat von Lebensfreude und Genuss zeichnen, Opfer für Wirtschaft und Standort keineswegs fremd. Der politische Führerkult des Faschistoiden findet im
Liberalen durchaus Entsprechung im genialen Wirtschaftsführer. Hier liegt ein Potenzial, das sich entfalten und bedrohlich werden kann, ich sage nicht muss. Und viertens gibt es dieses gesellschaftliche Lager, das man wahrscheinlich nicht Lager, sondern kleines Rinnsal in Deutschland nennen muss, aber doch in England, Spanien, Frankreich durchaus vorhanden und auch durch einige Gewerkschaften repräsentiert ist. Und das steht für Verweigerung, auch für individuelle Hintergehung durch Atteste und so der Rückkehr an den Arbeitsplatz und der Verweis auf keineswegs erkundete und beseitigte Gefahren. Für so etwas wird tatsächlich in anderen Ländern in diesen Tagen gestreikt. Ich stehe dieser kleinen Gruppe am relativ nächsten. Und um das zu tun, muss ich ja nicht verschweigen, dass auch hier manch Skurriles, Panikhaftes, die Gefahr durch individuellen Übereifer bannen wollendes anzutreffen ist, natürlich. Adorno hat Pathogenität, diese Art von Pathogenität, in ein schönes Beispiel verpackt. Er schreibt, sicherlich ist die Meinung der Närrin, die ihr Bett im Schlafzimmer anders aufstellen lässt, um sich vor der Gefahr bösartiger Strahlung zu schützen, pathogen. Aber die Gefahr von Strahlen in der atomverseuchten Welt ist so angewachsen, dass ihre Sorge nachträglich von derselben Vernunft honoriert wird, wie ihr psychotischer Charakter sich, der ihr psychotischer Charakter sich entzieht. Die objektive Welt nähert sich dem Bild, das der Verfolgungswahn von ihr entwirft. Ja, arme Verwirrte, die man ihr trösten möchte, um auch das noch zu konzidieren, weil das auf meine politische Bewertung überhaupt keinen Einfluss hat, gibt es selbstverständlich auch im Lager der Hygienedemonstranten. Wisst ihr, als treuer Anhänger des Rationalen, sogar als Verteidiger von Wissenschaft und, ach, wenn es sein muss, auch Positivismus, sobald sie von der Anti-Aufklärung unter Feuer genommen werden, neige ich dennoch der Auffassung zu, schwankend, man müsse, wie Marcuse schrieb, Zitat, vermuten, dass in der Gesellschaft das Rationale eher als das Irrationale zum wirksamsten Vehikel der Mystifizierung wird. Unter diesem Gesichtspunkt ganz kurze Anmerkung zu den die deutsche Herrschaft und natürlich auch mich informierenden und beratenden Virologen. Ja, sie sind Experten, ne? Rationale Ratgeber, kenntnisreich, wie Katastrophen minimiert werden können. Und, ob sie das explizit machen oder nicht, sind sie auch Propagandisten, Unterworfene der bestehenden Wirtschaftsweise und ihres Paradigmas. Streeck verkörpert das am demonstrativsten, der ist eigentlich nicht Virologe, sondern Politiker an der Seite Lascheks. Sie sind unzuständig für alle sozialen Fragen der Klassengesellschaft und sie ähneln jenen kenntnisreichen Experten, die so viele Jahrzehnte lang zum Beispiel Atomkraftwerke sicherer machen wollten oder darüber forschen, was man im Angesicht von Klima Wandel, denn in den dürregebeutelten Regionen, sagen wir Mecklenburg-Vorpommerns, an neuen Pflanzen anbauen kann. Ich glaube, hier gilt es zu würdigen, dass Rob Wallace, mit dem ich heute Abend angefangen habe, diesen Berufsstand verlassen hat, weil er wissenschaftlich zu der Erkenntnis gelangt, dass dessen Expertentum auch Don Quixoterie enthält, beschränkt ist
ein unangemessenes Weiter-so des Produzierens beinhaltet. In diesem Kontext, als wie immer hinkender Vergleich, der Hinweis, die wissenschaftlichen Berater des Green New Deal führen eine ähnliche Rolle wie besagte Virologen auf. Sie bieten Lösungen, die wir nicht ganz negieren können, und tragen zur Prolongierung dessen bei, dass die Lebensgrundlagen der Menschheit wahrscheinlich untergräbt. Es gibt ganz neu ein wirklich lesenswertes Buch, das heißt Die Befreiung der Natur zum Verhältnis von Natur und Freiheit bei Herbert Marcuse. In diesem wird rekonstruiert, wie früh der kommunistische Philosoph, und zwar fernab jeder Technik- und Wissenschaftsfeindschaft, fernab jedem rückwärtsgewandten Ideal des Einordnens in die ewigen Kreisläufe der Natur, spottend, keiner Askese und keineswegs dem bloßen Überleben verpflichtet, sondern dem Genuss, entwickelt eine der Emanzipation verpflichtende Wissenschaft, müsse zu wesentlich anderen Begriffen der Natur gelangen. Zitat: Im scharfen Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung der Natur wäre ihre menschliche Aneignung gewaltlos, nicht zerstörerisch, orientiert an den der Natur innewohnenden, lebenssteigernden, sinnlichen, ästhetischen Qualitäten. Das ist doch ein Motto zum Schluss. Schönen Dank.